Alright, Freunde, das Video von der lieben Mauki ist fertig und wir begeben uns tatsächlich nochmal in den Andi-Skandal. Nochmal zu mir, ne? Falls Leute meine Vorgeschichte, oder was ist Vorgeschichte, wie ich zu Andi stand oder stehe, hören möchte. Ich kannte Andi ja von früher noch, so aus alten, wo ich bei Rezo gearbeitet habe, Zeiten und sowas und man auch mal ab und sowas unternommen. Und da war eigentlich von meiner Seite aus viel Piano, ich habe auch ein, zwei Mal Sachen für Andi gemacht, wo ich mir machen dann dachte so, ey, warum habe ich eigentlich Lampen an ihre Decke angebracht? Also, ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe. Ja, aber ich bin da jetzt kein Opfer der ganzen Thematik. Aber es gibt Opfer in der ganzen Andi-Thematik. Und wir gucken uns jetzt das Video von der lieben Mauki an. Und dazu, sehr wichtig, Freunde, bleibt respektvoll. Beleidigungen in jegliche Richtung werden gelöscht. Sowas wie, oh mein Gott, das ist ein Scheiß-Move gewesen und sowas, das ist, geht fit. Aber sonst so richtige persönliche Beleidigungen, davon distanzieren wir uns, das machen wir nicht, Freunde. Genau. Abfall, let's go. Wir gehen rein ins Video. Genau. Das, was ich Hi. auch gesagt Ihr habt habe. wahrscheinlich nicht erwartet, mein Gesicht nochmal zu sehen, aber hier bin ich. Zuerst einmal möchte ich sagen, schaltet das Video gerne auf 1,5 oder zweifache Geschwindigkeit. Ich habe echt sehr langsam geredet. Einmal rein zur Transparenz. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, fast nur meine eigenen Nachrichten mit Timestamp zu leaken. Und es werden sehr viele Oh. Cuts sein, denn ich habe Alter, okay, es werden, wenn Dinge sehr geleakt. viele S und M's benutzt. Ich habe auch ein Skript, auf das ich die meiste Zeit starre. Es war sehr schwierig, meine Gedanken zusammenzuhalten, weil ich einfach Ganz kurz, das, was Moonchild US Cap of Tea schreibt. Hintergrund ist übel schön von ihr, super true. fertig von dem Thema bin. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Am 4.5. diesen Jahres habe ich in meinem Livestream einen emotionalen Moment gehabt und habe dann am nächsten Tag auf Twitter erklärt, dass ich mich von der YouTuberin Annie the Duck distanzieren Kennen wir, haben wir alle schon gesehen. möchte aufgrund ihrer Taten. Und ja, ich hätte es nach dem Livestream noch eindämmen können, aber ich habe mich einfach dazu entschieden, nicht mehr schweigen zu wollen und nicht mehr hilflos zu sein. Schweigen hilft immer nur dem Täter und Wie kann es sein, dass Annie immer noch Support bekommt? Na, ich sag mal so, Mois bekommt auch noch Support. Und ich finde das, was Mois gemacht hat. Wir werden sehen, was Annie noch gemacht hat, aber das, was Mois gemacht hat, finde ich auch auf jeden Fall sehr schlimm. Und ich, das, also. Menschen bekommen immer von irgendwem Support, weil es auch einfach weirde Menschen gibt. Sprechen nimmt dem Täter die Macht. Konntet ihr das nicht einfach alle privat klären und warum musste das überhaupt öffentlich Okay, Frage 1, konnte es nicht gemacht privat werden? klären. Ich verstehe diese Frage sehr gut, aber gleichzeitig ist diese Frage und beziehungsweise dieser Abschnitt der schwerste in diesem ganzen Video für mich. Kann man nicht miteinander vergleichen, ist beides schlimm. Auf jeden Fall, ich wollte auch gar nicht Leid mit Leid vergleichen. Ich wollte nur sagen, das Mois-Thema ist, ich finde es sogar noch absurder. Und auch da gibt's Supporter. Das war nur meine Deswegen wird es wahrscheinlich Nachricht. auch ein sehr langer Abschnitt sein. Die Wahrheit ist, ich habe fast ein Jahr versucht, einen Meltdown zu verhindern. Es hat nicht geklappt. Und zum Schluss wollte ich einfach nur noch meinen Frieden. Und selbst den habe ich nicht bekommen. Um das zu erklären, muss ich einmal kurz zurück in die Vergangenheit. Im Januar 2023 gab es einen sehr schmerzhaften Vorfall für alle Beteiligten. Ich kann bei diesem Vorfall nur sehr vage sein. Boah, was mich sehr verwirrt ist, sind diese Sprünge, dass sie manchmal Haare offen hat und mal Haare zu und mal das Licht springt. Deswegen werde ich ihn nicht Das einfach verwirrt mich gerade mal komplett. benennen, denn ich würde darüber ganz easy peasy reden, aber es ist noch eine andere Person involviert Okay. und ich habe dieser Person versprochen, alles super vage zu lassen, was sie betrifft Okay. und sie auch nicht namentlich zu nennen. Ich Okay. habe ihr dann also relativ schnell einen Brief geschrieben, in dem sehr viel vorkam, aber auch der Wunsch nach einem Gespräch. Und zwar habe ich geschrieben, dass diese Freundschaft sich oft nicht wie eine Freundschaft anfühlt und wir darüber reden müssen. Diese Bitte wurde ignoriert. Im April 2023 habe ich ihr gesagt, dass man mit ihr nicht reden kann und ich das sehr dringend bräuchte. Im August 2023 habe ich dann noch einmal gesagt, wir müssen dringend reden, denn mir geht es sehr schlecht. Erst via Text und dann am nächsten Tag, weil ich sie besucht habe, auch face to face. Beide Male wurden abgewehrt. Und schlussendlich habe ich dann im September 2023, als wir dann auch einen Schlussstrich zogen, ihr gesagt, dass ich es ein Unding finde, dass sie nicht mit mir reden möchte und dass sie nicht für ihre Fehler gerade stehen möchte. Ich wurde geghostet. Ja, okay. Ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr. Natürlich hätte ich mir lieber ein privates Gespräch geführt. Danach war meine Geduld endlich. Ah. Okay,
Okay, der Ausschnitt kommt jetzt nicht so gut, ne? Ich am Ende und ich habe 3 Kreuze hinter die ganze Sache gesetzt. Annie hat auch irgendwie ganz aus Versehen vergessen zu erwähnen, dass sie über mich eine ganz fürchterliche Schmutzkampagne angefangen hat. Und zwar, wie es aussieht, direkt nach der Trennung. Ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, dass, obwohl mir diese Gespräche alle verwehrt wurden, ich nicht öffentlich gekriegt habe. Okay, Schmier- und Schmutzkampagne sind eine Art von Mobbing, bei der die Meinung anderer durch Falschinformationen manipuliert wird. Okay. Gegangen bin mit den Sachen, die ich weiß. Und selbst 7 Monate Schmierkampagne habe ich im Stillen ertragen. Es kamen ganz häufig die Fragen, warum denn so viele Drohungen in deinem ersten Stream? Im Endeffekt deswegen, ich wollte eigentlich nicht über diese Sachen öffentlich reden, weil das mir immer noch körperliche Schmerzen bereitet. Um die Schmierkampagne einmal zusammenzufassen, so wie sie mir von anderen Menschen erzählt wurde. Ich werde ein paar Sachen weglassen, die ich als unerheblich finde, weil sie mir eigentlich total egal sind. Und ja, die anderen Dinge, die sie über mich gesagt hat. Also ich habe ganz kurz, ne, also wir verfolgen natürlich das Video und es ist auch wahrscheinlich innerlich auch sehr gut so, aber es verwirrt mich sehr doll, diese krassen Sprünge, weil das sich so anfühlt, als wenn es an einem anderen Tag aufgenommen werden würde. Dann sind eigentlich total egal, aber ich finde, dass sie sehr bezeichnend sind. Dabei handelt es sich zum Beispiel um so Sachen wie, Mauki müsste man immer in Watte packen, weil sie so sensibel ist. Und ich finde das sehr interessant auf Bezug dessen, dass sie ja in ihrem Statement zugegeben hat, dass sie fast ein Jahr lang nicht mit mir reden wollte über die Dinge, die sie getan hat. Mm. Der erste Punkt ist, dass ich nicht damit umgehen konnte, dass ich immer in ihrem Schatten stand und deswegen jetzt durchdrehe. Der zweite Punkt ist, dass ich gefährlich wäre und Menschen mit Sachen beschmissen habe und handgreiflich geworden bin. Der dritte Punkt ist... Okay. Warte mal, nochmal neu. ...habe und Menschen mit Sachen beschmissen habe und... Also Anni hat intern oder so bei wo auch immer gesagt, dass Mauki mit Sachen geschmissen und Person angegriffen hätte, okay. Handgreiflich geworden bin. Der dritte Punkt ist, ich wäre paranoid schizophren und würde seit 16 Jahren schwere Medikation nehmen. Boah. Okay, also wenn das halt nicht stimmt, dann ist es halt ein sehr ekliger Move, einfach so intern in der Szene, wo die sich bewegen, zu behaupten, Alter. Der nächste Punkt ist, dass ich unzurechnungsfähig bin und man mir nichts glauben dürfte, und auch nicht mit den einzelnen Punkten auf mich zugehen darf, weil ich genannte Medikamente nicht zu mir nehmen möchte und mich weigere. Und der letzte Punkt... Okay, das ist halt auch ein harter Vorwurf, Alter. ...Punkt ist so irre, dass ich, nachdem ich das gehört habe, ins Krankenhaus musste, ich... Okay, was kommt jetzt? ...soll... angeblich 3 Männer vergewaltigt haben. Ja. Boah, Alter. Also das war jetzt die Schmierkampagne, die Anni geführt hat, scheinbar, laut Mauki, um ihr zu schaden. Boah. So habe ich auch, boah, auch geschaut. Ja. Und das Problem an dieser ganzen, Digga, Schmierkampagne ist... Die ganze Schmierkampagne ist ein Problem, aber das größte Problem an der ganzen Sache ist, dass diese Gerüchte nicht nur unter ihren Freunden und meinen vergangenen Freunden blieb, sondern auch durch 2 Managements getragen. Ja, die Schmierkampagne kam mit meinem Beruf in Berührung. Wurde. Und ich versuche da auch dahinter zu kommen, was ich gesagt habe, was das Ganze ausgelöst hat. Mir wird relativ häufig gesagt, ich solle doch mal die Sachen in der Vergangenheit lassen und ich könne nicht alles mit meiner Vergangenheit, mit Anni entschuldigen, was ich gerade tue. Das Problem ist, für mich ist das nicht die Vergangenheit, für mich ist das immer noch die schmerzliche Gegenwart. Denn diese Sachen wurden nie von ihr aufgeklärt und es wurde sich auch nie entschuldigt. Es wurde nie irgendetwas dazu geäußert. Und auch jetzt tut sie so online, als hätte sie niemals etwas in diese Richtung an Schmierkampagnen getan. Nee, es geht darum, dass ich eine Hetzkampagne gemacht habe. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier noch ein kleiner...
Digga, ich muss erstmal das alles raffen, was hier gerade passiert. Also deswegen sage ich gerade nicht so viel, weil einfach so viel Information auf mich einprasselt, wo ich denke, was? What the heck? Einschub. Wie andere schon gesagt haben, es waren auch noch ganz andere Schmierkampagnen unterwegs, die nicht mit mir zu tun hatten. Mich hatte es nur am schlimmsten getroffen. Wie gesagt, es geht um mehrere Situationen, es geht auch um unterschiedliche Personen. Und da hatte ich sozusagen eine Situation mit Anni, wo sie mir Sachen erzählt hat über diese Personen und ich das so bewerte, dass ich das so einschätzen würde. Ich glaube, dass es in diesem Augenblick darum ging, mich dahin zu lenken, mehr Distanz zu diesen Leuten zu haben oder ein schlechteres Bild von diesen Leuten zu haben. Das ist ja ein stufenweises Ding, dass man immer mehr merkt, okay, das ist ein bisschen mehr als einfach nur Charaktereigenschaften, die ich jetzt nicht komplett abfeiere, sondern es ist so ein bisschen mehr als das und noch mal ein bisschen mehr als das. Und dann hört man von anderen Leuten erst was, dann verknüpft man diese Informationen, ne, das kommt ja so stückchenhaft. Und ab irgendeinem Punkt war ich halt an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, das ist so viel, dass ich nicht mit dieser Person mehr so viel zu tun haben möchte. Aber gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt kann ich auch offen sagen, hatte ich, ich will nicht Angst sagen, Sorge, dass wenn Anni merkt, dass ich das so empfinde, dass ich dann befürchten müsste, dass irgendetwas über mich erzählt wird im Hintergrund in der Boah. Szene und mir irgendein Schaden zugefügt wird. Das war meine Sorge. Es gibt keine zweite Person in der Szene, bei der ich so eine Sorge habe oder hatte. Bei Anni hatte ich sie. Deswegen habe ich darauf geachtet, sozusagen, dass ich ihr nicht rüberbringe, dass ich mich so sehr, ich sag mal, distanziert von ihr fühle. Ich habe auch jetzt rausgefunden, mittlerweile, oder mir wurde von mehreren Personen wurden mir Sachen erzählt, die Anni über mich erzählt hätte. Und wie soll ich das sagen? Die haben meine Sorge bestätigt. Das waren einfach Sachen, wo ich dachte, krass, dass das über mich erzählt wurde, dass das Leute über mich denken, krass. Fangen wir einmal mit der Ichs. Boah, crazy. Aber ja, also Video kann ich schon von gerade, aber ja. Soll immer in ihrem Schatten gestanden haben, Sache an. Das ist für mich nicht besonders schlimm, aber ich freue mich tatsächlich, das mal endlich aufklären zu können. Ja, also dazu muss man verstehen, dass Anni davon genervt war, dass einige Leute uns als Zwillinge oder als Schwestern gesehen haben. Und sie war persönlich auch davon genervt, dass man mich manchmal mit ihr verwechselt hat, wenn ich zum Beispiel in Videos aufgetaucht bin, wo sie nicht drin war. Kurz zu mir. Ich weiß, das kommt jetzt erstmal komisch, dass ich das erzähle, aber es hat einen Grund, warum ich das erzähle. Ich bin seit 2012 als Cosplayerin unterwegs. Ab einem gewissen Punkt war ich dann auch als professionelle Cosplayerin unterwegs. Wurde von Firmen für Events gebucht in aller Welt, Japan, Amerika. Habe auch für große Firmen Kostüme gebaut. Ich hatte meinen eigenen internationalen Online-Shop für Cosplay-Bedarf. Streaming mache ich erst seit 2023 in Vollzeit. Vorher war das einfach nur so ein Nebending von mir. Das erzähle ich alles, einfach nur um zu verdeutlichen. Anni und ich sind von Anfang an komplett unterschiedliche Businessrouten gegangen. Sie hat sich für die Art von Gruppenarbeit entschieden, wo sehr viele Mitarbeiter sind, wo sehr viele Projekte auf einmal stattfinden. Ich würde mir das niemals anmaßen, weil ich einfach keinen Bock auf andere Menschen habe. Selbst wenn ich wollte, ich könnte sie niemals nachmachen. Und als Anni und ich uns angefreundet haben und die Beziehung immer stärker wurde, habe ich gemerkt, dass nach und nach gewisse Teile meiner Identität übernommen worden sind und mir im Zuge der Zeit auch weggenommen worden sind. Ich wollte gerade so über das, dass man ein paar Dinge anpasst, wenn man viel miteinander rumhängt. Das ist, glaube ich, normal. So, das habe ich ja auch mit meiner Freundin oder mit Freunden und sowas. Dass wenn irgendwer so ein Special Signature Wort hat, dass man das mal auch manchmal vielleicht sagt. So, das kennt man ja. Aber dann nimmt man ja niemandem was weg mit. Aber gut, wir gucken erstmal weiter, was sie dazu sagt. Weil ihre Fans dann teilweise auf mich losgegangen sind. Das waren dann zum Beispiel die fuchsfarbenen Haare. Dann waren es die Fuchs. Ah, ja, okay.
Ich check. Ohren bzw. Katzenohren, die ich eigentlich immer getragen habe. Dann war es so, dass sie ihre neue Katze auch Finn genannt hatte und meine Katze hieß auch schon vorher Finn. Okay, das ist ich dumm. Möchte einmal gerade noch hinzufügen, ja, Anni nannte ihre Katze Finn, weil sie ihr Jean die Kamikaze Trio vervollständigen wollte. Aber ich habe ihr vorher klipp und klar gesagt, dass ich das nicht gut finde, weil meine Katze ja schon Finn hieß und ihre Fans mich einfach schon mittlerweile echt schwer belästigt haben. Ich habe mir ganz deutlich gewünscht, dass sie mir das nicht auch noch aufbürden würde. Aber sie entschied sich dann für ihre Bedürfnisse und sagte mir, das wird schon nicht so schlimm werden. Okay, bei so einem Thema muss ich aber sagen, es ist natürlich eins von ganz vielen Themen, aber das ist, wenn sie es allein stehen würde, wäre es so ein, okay, heißt die Katze halt auch Finn, das ist so. Das ist aber auch nicht das Schlimmste der Welt, würde sie auch nicht als das Schlimmste der Welt empfinden. Aber da das ja eins von ganz vielen Themen ist, hat es natürlich auch eine Daseinsberechtigung hier im Video. Ja, und anstatt gegen Windmühlen zu bannen und auch um sie glücklicher zu machen, habe ich dann angefangen, mein Aussehen zu ändern. Ich habe auch immer sehr bewusst sie nicht für meinen Content genutzt. Das heißt, auf meinem YouTube gibt es eigentlich fast nichts, was mit ihr zu tun hat. Für mich war diese Freundschaft bzw. diese Beziehung jemals ein Konkurrenzkampf. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass ihre Fans einen Kampf draus gemacht haben und vor allen Dingen ihre Gefühle dadurch befeuert haben. Die paranoide Schizophrenie, die Medikamente, die Unzurechnungsfähigkeit. Ich weiß nicht, was da gerade los ist bei euch, aber Anni hat mir erzählt, dass du eine paranoide Schizophrenie hast. Du sollst wohl seit 16 Jahren schwere Medikamente nehmen und jetzt verstehst du nicht mehr, was seit eurem Streit passiert. Ist da was dran? Holy. Gefährlichkeit. All What diese the Sachen heck? Fasse ich jetzt mal in einem Punkt zusammen. Eine paranoide Schizophrenie ist eine schwerwiegende Krankheit, die in dem Maß, wie sie das auch behauptet hat, auch chronisch dann ist. Und die zeichnet sich durch Halluzinationen aus, durch abnormes Verhalten, Sprachverarmung und durch Wahnvorstellungen und je nach Person noch unterschiedliche andere Sachen. Direkt voraus, ich habe noch nie in meinem Leben Medikamente gegen paranoide Schizophrenie genommen. Ich musste mich vorher erstmal informieren, was man dann da hätte nehmen müssen. Und das Zeug heißt Antipsychotika. Das habe ich noch nie in meiner Hand gehabt. Und damit ist die Frage nach einer paranoiden Schizophrenie tatsächlich auch schon geklärt. Denn wenn ich für 16 Jahre unbehandelt gewesen wäre, hätte ich kein normales Leben führen können. Ich hätte nicht diese ganzen Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, also den Online-Shop, die Reisen in verschiedene Länder etc., hätte ich nicht wahrnehmen können. Und bei einem Drittel aller Erkrankten führt die ganze Sache unbehandelt zu schweren und dauerhaften Behinderungen. Mein Leben ist seit 2012 praktisch online einsehbar. Und hätte ich wirklich diese Krankheiten, dann wäre es unmöglich gewesen, das unbehandelt für 12 Jahre vor euch zu verstecken oder generell vor dem Internet zu verstecken. Dazu kommt, ich war vor 16 Jahren noch nicht einmal annähernd mit einem C an einer Therapie dran und ich weiß gar nicht, woher diese Zahl kommt. Das ganze Thema der paranoiden Schizophrenie ist auf einer kompletten Fehleinschätzung passiert und kann damit gestrichen werden. Ich habe es übrigens vergessen zu erwähnen, aber ich habe 3 Jahre lang Vollzeit in einer Pathologie gearbeitet. Und wenn man im medizinischen Bereich mit Patientendaten arbeitet, also hochsensiblen Daten, dann würde man hochkant rausgeworfen werden, wenn man eine Diagnose wie paranoide Schizophrenie. Ja, safe, hundertprozentig, du bist dann weg. Hat. Ich bin damals nicht rausgeworfen worden. Ich habe ganz von allein gekündigt, weil ich in mein BWL-Studium reingegangen bin. So gern man mich also als unzurechnungsfähig und gestört und verrückt und gewalttätig und unglaubwürdig und all diese Sachen bezeichnen wollen würde, es ist schlichtweg eine Lüge. Und ja, es ist eine Lüge. Es ist nicht, ich habe das falsch verstanden. Denn im Januar 2023 hatten wir tatsächlich eine zufällige Konversation über Diagnosen und Anni weiß, dass ich keine Schizophrenie habe. Für mich persönlich ist das eine... Also ich finde es auch... Wenn es eine Falscheinschätzung wäre, eine Lüge, weil man sowas nicht einfach droppen kann. Komplette menschliche Disqualifikation, so etwas gegen eine Person zu verwenden, selbst wenn es stimmen würde. Zumal ich Missbrauchsvorwürfe geäußert hatte und mich dann als unglaubwürdig darzustellen zu wollen, ist schlimm. Jetzt kommen wir zu dem Thema, über das ich eigentlich gar nicht sprechen möchte, aber hier sind wir jetzt. Die Vergewaltigungsvorwürfe.
Ja, ich wurde lange nicht auf diese Gerüchte angesprochen. Boah, ich bin jetzt mal, Alter, was kommt jetzt, ey? Weil... Also, ja, ich kann vorstellen, was jetzt kommt, aber wie sieht die Story aus? Anni darauf beharrte, dass ich unzurechnungsfähig bin durch die paranoide Schizophrenie und gefährlich werden würde, wenn man mich darauf ansprechen würde. Normalerweise sollte ja... Aber Tite, hattest du auch schon mal so eine Erfahrung mit Anni? Hast du mitbekommen, dass sie schon hinter dem Rücken schlecht über dich geredet hat? Nee, über mich glaube ich nicht. Oder? Boah, fällt auf jeden Fall gerade nichts ein. Ja, nee, keine Ahnung, das Ding ist, ich habe auch nicht alles im Kopf, ist auch alles saulang her. Also vielleicht mal irgendwo auf irgendeiner Party sowas irgendwie so, ein paar Lästereien oder sowas vielleicht mal mitbekommen oder sowas. Aber so ein bisschen, ein paar Lästereien ist ja auch was anderes. Außer neben der Schmierkampagne so. Lästern tun wir ja alle mal irgendwie so. So dieses, oh mein Gott, er hat das und das da gemacht, wie wack. Die, was auch immer. So, wie man halt mit Freunden und sowas halt über andere redet. So, das ist ja normal. Aber sowas, so doll nicht, nee. Das Opfer. Aber wie gesagt, ich habe halt auch echt lange nicht mehr Kontakt zu ihr. Und das ist auch echt lange her. Die Vorwürfe äußern. In dem Fall hat aber Anni bei allen drei Männern entschieden, dass diese kein Mitspracherecht haben und dass sie für sich selber Zeichen erkannt hat, die darauf hindeuten, dass diese Männer vergewaltigt wurden, und hat das dann einfach so beschlossen. Die vermeintlichen Opfer wussten sogar sehr lange nichts. Okay, was steht da unten? Okay, also ich bin verwirrt, weil ich dachte, dass du bis zum geht nicht mehr von mir traumatisiert bist. Mir wurde gesagt, dass ich dich sexuell missbraucht habe und ich habe mich jetzt eine ganze Weile gedrückt, dir zu schreiben, weil ich so Schiss hatte, dich kaputt zu triggern. Und du freust dich jetzt, weißt du überhaupt, was da erzählt wird? Darüber Bescheid, dass Anni das überall verteilt hat. Das heißt, die konnten nicht einmal etwas dazu sagen und die wussten auch nicht, dass über sie im Hintergrund erzählt wird, dass sie vergewaltigt wurden. Ich werde die drei aus... Okay, das ist weird, Alter. ...Respekt anonym lassen, weil ich würde auch nicht... Also, sie erzählt, diese drei Männer wurden vergewaltigt, aber sie wussten es selber nicht. ...wollen, dass über mich so etwas erzählt wird. Aber ich habe die Erlaubnis bekommen, darüber zu sprechen oder Nachrichten zu zeigen, aber ja, alles. Mir wurden auch Aussagen vor Gericht zugesagt, sollte es zu einer Anzeige kommen. Moki hat nie in irgendeiner Form gegen meinen Willen gehandelt. Okay, das sagt ihr dann quasi. Okay, ihr seht gerade nicht wegen Chat. Ja, mach mal so. Hier. Digga, das ist krank, was da abgeht. Aber ich will ehrlich gesagt einfach nur meine Ruhe. Ich habe jetzt erst erfahren, dass... Hier auch, Mauki hat mich nie alles war zu jeder Zeit mit Konsens. Anni hat aus dem Gespräch nur Keywords rausgedrückt, um eine für sie passende Diagnose zurechtzubasteln. Alter, was? Anni schon im Januar angefangen hat, diese Geschichte mit dem Vergewaltigungs... Bitte alles vorlesen, geht sonst so schnell. Das war quasi nur, um ihre Aussagen zu decken. Dass die drei quasi gerade geschrieben haben, das, was Anni sagt, stimmt nicht. Kram auszupacken, das bricht mir absolut das Herz, denn da waren wir immer noch beste Freunde und teilweise auch mehr als beste Freunde. Leute verletzt habe, aber das war keine Absicht. Ich fasse noch einmal zusammen und möchte noch mal ganz... Das Ding ist ganz kurz zu Annis Aussage, man kann Leute verletzen ohne Absicht, das passiert jeden Tag, die ganze Zeit. Also, ne, also wie oft... ich schon jemanden verletzt habe aus Versehen oder auch andersrum verletzt wurde aus Versehen, weil man irgendwas gesagt hat, was triggert oder ne, oder ich wurde getriggert oder was auch immer, das passiert. Ich finde nur, da ist eine Sache sehr wichtig. Fehler machen wir alle. Es kommt sehr darauf an, wie man, also erstmal kommt es sehr auf den Fehler an, so, ne? Und wie böswillig dieser Fehler gemacht wird. Das ist erstmal sehr wichtig. Aber danach, wenn es ein Fehler, eine Kleinigkeit, wo man irgendwie wen verletzt hat, das passiert, das ist auch okay, dass es passiert. Es kommt nur sehr darauf an, wie du nach dem Fehler reagierst. Da zeigt sich dein Charakter, wie du nach dem Fehler dann damit umgehst. So. Deutlich betonen, keiner dieser Männer hat diese Vorwürfe je geäußert oder wusste davon. Es ist dermaßen respektlos. Das ist wirklich krank. Über Freunde zu das ist wirklich krass. Erzählen, dass sie vergewaltigt wurden und das auch noch ohne ihr Wissen. Pit oder Nico, ich weiß nicht gerade, wer es schneidet hier, aber ihr müsst echt viel zensieren, es tut mir so leid. Ich dafür gar keine Worte mehr finde.
Für mich hatte die ganze Sache berufliche und private Konsequenzen, weil sich Kollegen und Freunde von mir abwenden wollten. Wenn ich mir überlege, dass das auch noch an irgendwelche Marketingabteilungen gekommen wäre, für mich wäre es vorbei gewesen. Ich habe seitdem tatsächlich große Berührungsängste mit Menschen. Groß, wirklich groß. Einfach, weil ich immer das Gefühl habe, ja, das ist jetzt eine Vergangenheit. Und das auch, und das auch, und das auch, und das auch, und das auch. Und es ist auch Teil meiner Therapie, vielleicht wieder darauf klarzukommen. Sollte ich irgendjemanden auf einer Convention treffen oder sonst irgendwas und ich halte von euch Abstand, dann ist das nicht, weil ich, weil ihr stinkt oder schwitzt oder sonst irgendwas. Das ist, weil ich diese Hints. Schiss habe. Und deswegen bin ich jetzt einfach auch gerne für mich allein. Und ich würde es auch gerne dabei belassen. Bin ich ganz ehrlich. Das ganze Thema ist einfach so scheiße. Einmal zwischengeschoben, weil ich nicht super krass auf die Tränendrüse drücken will. Ja, es ist belastend und ja, ich halte mich sehr stark zurück, obwohl ich gerne Leute umarme. Aber ich bin asexuell, deswegen ist es nicht der schlimmste Weltuntergang für immer. Es ist trotzdem halt belastend, aber ich kann damit leben. Mann, es tut mir trotzdem leid, dass das... Ja, sie hat einfach jetzt straight up. Ich weiß nicht, ob das schon Trauma nennen darf, so, ich will jetzt ja auch noch keine Fremddiagnose machen, aber ja, Schäden davon erlitten, Punkt. Das kann man glaube ich sagen. Warum habe ich sie also nicht angezeigt? Ist doch alles beweisbar, dass das alles falsch ist. Ich habe mehrere Anzeigen in Erwägung gezogen, aber ich habe es ultimativ sein lassen. Der Grund ist, eine Unterlassungsklage ist nicht in allen Fällen so sinnvoll, wie man sich das wünschen würde. Vor allen Dingen nicht in einer Branche, wo Marketingabteilungen, Influencer und auch Managements sehr eng verwoben sind und irgendwie alle nicht so nur Kollegen sind, sondern auch irgendwie noch Friends. Wenn man da einmal ein Feuer setzt, dann ist es sehr schwer, dieses wieder auszukriegen. Auch wenn man Patient Null gerichtlich stilllegt. Es mag sicher immer noch Leute geben, die sagen, ja, vielleicht hast du es ja verdient, dass man sowas über dich sagt. Ich würde sagen, niemand verdient so etwas. Außerdem hat sie ja auch selber in ihrem Statement gesagt, nee, wie wunderbar. Also wenn es nicht gemacht hat, warum sollte man es dann verdient haben? Schön, sie die Zeit mit mir fand. Boah. Denn die war schön, es war eine schöne Freundschaft. Deswegen verstehe ich nicht, wie so etwas passieren konnte. Ich muss noch sagen, ich finde es extrem frech von ihr, sich jetzt in den Stream zu setzen und zu sagen, sie würde es nicht einmal ihrem schlimmsten Feind antun, private Dinge im Internet zu teilen. Wenn es für sie gar kein Problem war, ihre beste Freundin schon vor der Trennung komplett zu verleumden. Okay, nächste Frage. Was sagst du zu den Statements? Ich möchte direkt erstmal darauf hinweisen, dass es nicht nur ein Statement gibt, sondern im Endeffekt jetzt vier Stellungnahmen. Einmal das YouTube-Video gelabelt Statement, einmal den Twitter-Post, der irgendwie so ein Entschuldigungspost war, und dann noch die zwei Streams, die jetzt nach der Pause kamen. Ich fand auch diese Streams so weird, also so früh, dass man wieder da ist, also dass sie irgendwann wiederkommt, dachte ich mir schon so. Und das darf sie auch tatsächlich, aber so früh, das hat mich sehr gewundert. Die Statements fühlen sich für mich an, als würde man bei einem Bewerbungsgespräch sympathische Schwächen aufzählen, für die man sich eigentlich nicht schämen muss. Also, was sind denn eigentlich ihre Schwächen beim Arbeiten? Und man sagt, ich bin so perfektionistisch. Ich bleibe immer, bis die Arbeit erledigt wird. Das ist für mich tatsächlich relativ gut gelaufen. Denn ohne irgendwelche Nachrichten zu leaken, kann ich euch jetzt zeigen, wie das Leben mit Annie war oder ist. Ja, das Leben war immer relativ verwirrend. Man wusste nie so richtig, was ist jetzt die Wahrheit, was passiert gerade eigentlich. Und man merkt auch, dass Annie sehr gerne mit Schlagwörtern um sich wirft, wenn sie irgendetwas erreichen will. Und ja, es ist im Endeffekt ein ständiges Auf und Ab, ein ständiges Flip. Flop, Flip, Flop. Und das macht einen ganz schön wahnsinnig. Ich soll die Katzenthematik mitbekommen haben und ich kenne sie gut. Mit Mauki vergleichen? Auf keinen Fall. Diese Frau weiß so viel mehr über Tiere, kennt sich unendlich gut aus, hat auch mir über die Jahre sehr viele Tipps gegeben und hat ja auch die ganze Evolution beobachtet. Und alle, die sie gut kennen, wissen, dass sie die Katzen nicht schlecht behandelt hat, obwohl ich es so geäußert habe. Ich kümmere mich gut um die Katzen. Jeder, der mehr von mir gesehen hat, als das, was andere Menschen über meine Katzen behaupten, kriegt das auch mit. Dass sie wieder arbeitet, hat nichts mit Geld zu tun. Weil kein Geld mehr. Gott.
Nein, daran liegt's nicht. Aber gleichzeitig hat sie einen Kredit aufgenommen. Also, ich nehme gerade einen Kredit auf, um meine restlichen Rechnungen abbezahlen zu können. Auf die Frage, was sie gelernt hat, antwortet, dass sie manipulativ ist. Boah, vieles. Also, so Sachen wie, dass ich manipulativ bin. Aber im nächsten Zug sagt, dass sie es gar nicht böse meint. Heißt, ich schenke dir was und denk mir einfach nur, also denk mir ehrlich nur, das kann man dem jetzt glauben oder nicht, aber ich denk mir einfach nur, ey, hoffentlich freut dich das. So. Aber wenn man sie dann darauf anspricht, dass im Endeffekt das, was sie getan hat, nicht gut ist, weil sie diese Geschenke auch zum Thema von Streits gemacht hat, will sie darauf nicht mehr antworten, weil sie die Frage nicht versteht und auch... Die große Thematik bei Anni, so, ne, was ich mir die ganze Zeit denke, ist, dass theoretisch sind ja viele Sachen Aussage gegen Aussage. Aber dadurch, dass so viele aus ihrem ehemaligen Bekanntenkreis quasi genau dieselben Sachen sagen, ist es so, boah, schon einfach alles sehr sassy. Und deswegen ist da irgendwie sehr klar, wem ich da so meinen Glauben schenke. Weil sonst, wenn es einfach nur Mauk gegen Anni wäre, wäre so halt, okay, Aussage gegen Aussage, und man wird dem glauben, der mehr sympathisch ist, so dumm es klingt, aber so funktionieren Gehirne. Und ja. Och, danach. Aber falls halt irgendwie so viele verschiedene Leute mit den Vorwürfen kamen, ja, ist ja klar, wie man glaubt, ne? Nicht mehr anspricht. Aber hast du nicht die Geschenke als Vorwurf eines Streits genommen? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Therapeutenanzahl, erst sind es 3. Ich habe jetzt noch mit 3 anderen Therapeuten geredet. Dann sind es 2. Dann führe ich mit Therapie weiter oder ist deine Therapeutin in Deutschland? Ist dies in Deutschland? Wir machen das online. Also ich habe ja aktuell 2 Therapeuten. Dann ist es nur noch einer. Nichts gegen Therapeuten, aber das hört mit Qualifikation bald auf. Ja, das ist auch keine Therapeutin. Dann ist es der Verdacht von vielen Therapeuten. Nachdem halt jetzt der Verdacht von vielen Therapeuten kam. Und Flip. Ich habe ungefähr 2-mal die Woche Therapiegespräche. Flop. 30 Stunden in 2 Jahren, nein, 30 Stunden in den letzten 5 Wochen. Flip. Und ich habe aktuell, also seit das Ganze losgegangen ist, habe ich ungefähr mindestens 2 bis 3 Mal die Woche eine Stunde gehabt, ja. Ja, okay, das ist natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen doof, wenn man diese Zahlen nebeneinander schneidet, ne? Aber man muss auch sagen, das ist auch immer noch nur ein Stream. Aber trotzdem ist das natürlich sehr wack. Also ich finde immer so, Streams ist mal so, schwächt immer so Aussagen so ein bisschen ab, als ob man die im Video macht, so. Weil dann kann man das ja halt noch rausschneiden und sagen, ne, okay, war falsch und dann, oder man macht eine Texteinblendung rein oder was auch immer. Aber trotzdem ist es halt für alle irgendwie weird, wenn da irgendwie so verschiedene Zahlen kommen die ganze Zeit. Flop. Und das war, Mauki fällt es schwer, mir Nein zu sagen. Wir hatten insgesamt 2 Gespräche darüber. Flip. Auch wenn ich mir nicht darüber bewusst war, dass ich Macht über sie habe. Flop. Sehr, sehr gute Freunde. Beste Freunde. Flip. Die Wahrheit ist, es sind Geschäftsbeziehungen gewesen. Flop. Und die habe ich versucht, so gut ich konnte, weiter zu vermitteln. Einige von denen haben schon neue Jobs gefunden. Flip. Ich habe sie einigen Leuten empfohlen. Und ich glaube, ein paar Leute wurden auch angeschrieben. Und das Ganze unter... Boah. Das mit den Mitarbeitern war gerade wild. Einige haben schon Jobs bekommen. Danach, einige wurden schon angeschrieben. Eine Bubble, dass sie ein extrem wörtlicher Mensch ist. Und ich bin auch ein extrem wörtlicher Mensch. Also ich nehme alles wörtlich. Flipflop Stream hin und her, man weiß doch, was man gesagt hat. Ja, ich meine nur so in Streams, ich habe auch schon mal bestimmt irgendwelche Sachen gesagt, die nicht hundertprozentig exakt auf den Punkt waren, wenn ich jetzt irgendwelche, keine Ahnung, wie lange irgendwas her ist oder sowas und das ist irgendwie 6 Wochen her und ich sage irgendwie, es ist 8 Wochen her. Sowas kann ja theoretisch mal passieren, so. Wörtlich, was man mir das sagt. War. Und ich meine alles wörtlich, was ich sage. Ist im Gegensatz zum ersten Statement, wo sie gesagt hat, dass irgendwie alle sie falsch verstanden haben, aber sie gleichzeitig auch in ihren Streams sehr gerne... Aber bei so vielen Themen, nein, Freunde. Das war gerade nur so ein Ding von mir, wo ich sagen wollte, okay, es sind in Klammern nur Streams. Trotzdem finde ich das alles nicht cool. Also, ich finde das sehr, sehr weird und wack, dass man so, wenn man über solche Themen redet, dann so ungenau ist und scheinbar auch irgendwo scheinbar nicht richtig die Wahrheit sagt. Damit Hyperbeln um sich schmeißt. Netflix hast du alles durch, 1000. Hörbuch nochmal durchgehört. Netflix kann man in 2 Monaten durchschauen. Naja, gefühlt alles, was irgendwie interessant klingt.
Ja, 30 Stunden war wahrscheinlich übertrieben. Und auch so sind die Aussagen, die sie in ihren 4 Stellungnahmen eigentlich gemacht hat, sehr schwierig oder sehr unangenehm oder auch einfach komplett falsch. Wie auch die Tatsache, dass sie gar nicht wusste, dass bei Girls Talk Kritik auch mal daneben gehen kann. Ich habe das einfach als Tipps unter Mädels wahrgenommen. Ich ihr das eigentlich schon vor Jahren gesagt habe und das fast für unsere Freundschaft schon mal das ausbedeutet hat. Ich möchte einmal ganz deutlich sagen, es sind nicht Tipps, die das Problem sind. Tipps sind großartig. Es war allerdings ein konstantes Mäkeln und fast schon Abwerten. Also praktisch bei wirklich fast jedem Treffen, fast jedem Telefonieren, fast jedem Gespräch gab es immer irgendetwas, was ich falsch gemacht habe oder falsch aussah oder sonst irgendwas. Und das wurde total bekräftigt dadurch, wie sie sich verhalten hat und wie ihre Stimmlage war. Und ich glaube, Reefed ging es dann wahrscheinlich genauso. Auch das Argument mit Meet and Greets und das mache ich alles nur für meine Fans ist eine sehr lustige Aussage. Tue ich nicht, sonst würde ich das nicht machen. Ich kenne sehr viele Influencer, die das nicht machen. In dem Management, wo wir vorher waren, war... Wo actually, Chat, ich muss euch eine Sache sagen. Ich pack dieses Jahr eine Autogrammstunde auf der Gamescom nicht. Letztes Jahr hatten wir eine sehr krasse Autogrammstunde. Ich kann ja euch mal ein Bild hier einblenden. Und dieses Jahr bin ich so, muss ich ehrlich sagen, bin ich emotional gerade ein bisschen zu nicht gefestigt. Also ich würde es hinbekommen, ich könnte mich zusammenreißen für 200 Stunden so ein paar hundert Fotos mit euch zu machen oder auch ein paar tausend. So, das würde gehen. Aber ich kümmere mich momentan sehr um meine mentale Gesundheit. Und ich sag echt gerade ein paar Dinge ab, die mir einfach gerade ein bisschen zu viel sind. Und dementsprechend, ich gehe auf die Gamescom auf jeden Fall safe. Aber ich mache nicht dieses Programm wie letztes Jahr und auch ein, zwei andere Termine, wo die sehr stressig werden für mich, habe ich jetzt abgesagt. So, das ist, auch wenn ein bisschen Geld flöten geht, also nicht bei Gamescom, da gibt es kein Geld für, aber bei ein paar anderen Sachen, wo ich ein bisschen Geld verdienen würde, habe ich es also abgesagt, weil ich es war so, meine Gesundheit geht mir da einfach vor und an meiner Gesundheit hängt auch viel dran, dass es auch meinem Umfeld gut geht und, ne, weil, ne, ich... Wenn es mir schlecht geht, dann geht es auch potenziell meinem Umfeld schlechter. Und dementsprechend bin ich gerade so, ey, ich muss ein paar Steps machen und habe das dementsprechend abgesagt. Für meine Gesundheit und für die Gesundheit meiner Mitmenschen und für die Gesundheit meiner, für meine Gesundheit und für meine Gesundheit meiner Mitmenschen hole ich mir jetzt auch ein Eis. Das habe ich mir verdient. So. Top, wir machen weiter. Als tatsächlich gewünscht, dass man auch unbezahlte Meet and Greets macht. Einfach aus dem Grund, dass Zuschauerbindung extrem wichtig ist und man den Fans ja zeigen soll, dass man auch in Fleisch und Blut existiert. Die Aussage, dass sie berufliche Folgen hat. Ich kann meinen Job nicht mehr machen. Also, das ist. Naja, sie kann ihren Job immer noch machen. Schon. Also, sie streamt doch. Die Aussage fand ich irgendwie sehr wack. Weil sie streamt doch und verdient da echt gutes Geld gerade. Will ich auf gar keinen Fall irgendwie zurückstellen. Aber die Aussage, dass sie ihren Job nicht mehr machen kann, finde ich sehr dramatisch ausgedrückt. Denn, naja, man sieht es in den Subzahlen der 2 Streams. Ja, 720 Subs, Alter. Streams, die sie hatte. Man sieht es an den konstanten Fragen von ihren Fans nach Merch und nach Kalendern. Der Merch-Shop ist auch immer noch weiterhin online. Auch waren die Stellungnahmen zu den weitervermittelten Mitarbeitern schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für die Mitarbeiter. Ich habe Mitarbeiter unten in die Description gepackt, da wahrscheinlich dieses Video viele Aufrufe haben wird. Oh, geil. Also falls es hier Leute gibt, die Mitarbeiter im Social-Media-Bereich suchen. Kameramann Long, Editorin Janis und Kata Curls. Klick drauf. Das geht vor allen Dingen an die ganzen Influencer, die das hier gerade gucken. Ich kann aber die Mitarbeiter verstehen, die sich nicht verlinken lassen wollten, weil das auch einfach ein sehr schwieriges Video ist und man da nicht safe gerne in Berührung mitkommt. Da es nochmal den Punkt gab, wo sie einen Cutter mit Namen angesprochen hat,
in ihrem ersten Statement. Warte, ich blende den jetzt mal hier ein, dass ihr den mal in Ruhe lesen könnt. Habe ich auch einmal die Aussage von dem Cutter nach dem Statement mit angefügt. Da gab es noch einen Moment, wo sie gesagt hat, dass nicht ihre Katzen so verwahrlost gelebt haben, sondern die Katzen ihrer Schwester. Habe ich auch nochmal den Gegenbeweis der Person, die eigentlich die Katzensitterin sein sollte, aber sich durch die Situation nicht imstande dazu gefühlt hat, die Katzen zu sitten. Bei Instagram schrieb sie, dass sie unbedingt etwas richtigstellen will. Ich erinnere mich auch noch, als die damalige Freundin von einem Mitarbeiter von ihr sollte mal, als wir in Berlin waren, ein paar Tage auf die Katzen aufpassen. Die hat dann, glaube ich, entweder am ersten Tag oder am zweiten hat sie die Schlüssel zurückgegeben und war komplett aufgelöst, geschrieben gehabt, dass sie das nicht mehr kann, weil sie so schockiert war über den Zustand, in dem die Katzen leben, mit dem Müll, mit den Kartons, mit der Katzenpisse überall im Flur, dass alles einfach voll war. Dass alles einfach voll war und sie gesagt hat, sie kann das nicht. Es gab ein Zitat von einer Freundin, die bei mir in der Wohnung aufpassen sollte und dann gegangen ist, weil es für sie so schlimm war. Ich weiß, was das war, ich weiß, wann das war und das war nicht bei mir in der Wohnung, es war bei der Wohnung meiner Schwester. Sie war oder wir waren irgendwie auf Reisen. Das ist halt sehr wack, wenn man das dann so falsch wiedergibt, ne? Weil ich habe das auch gesehen und sie meinte so ganz klar, nee, das war bei Anni in der Wohnung, das war nicht bei der Schwester, das war bei Anni in der Wohnung. Und ich hatte diese Freundin gefragt, ob sie, während sie auf meine Katzen aufpasst, auch bei meiner Schwester auf die Katzen aufpassen kann. Bei mir in der Wohnung war damals noch alles okay, aber meine Schwester war gerade erst frisch eingezogen, hatte noch Kartons ohne Ende in der Wohnung stehen, die Katzen waren da, wir waren, glaube ich, für einen Tag unterwegs und diese Freundin sollte die Katzen füttern und fand das dann ganz schlimm, da zu sein. Sie schrieb, hierbei geht es um mich und ich will nur klarstellen, ich habe hier Anissas Wohnung gemeint, nicht die ihrer Schwester. Wir hatten ausgemacht, dass ich bei ihrer Schwester penne. Die Wohnung war ja direkt unter ihr sozusagen und es war wirklich nicht so geil, weshalb ich dann doch bei Anni pennen wollte. Und ich ging dann hoch, nur um ein noch größeres Chaos vorzufinden als bei ihrer Schwester. Plus die Katzen, die sich da basically zerfleischt haben. Fini war einfach am Bluten. Und da habe ich dann komplett die Nerven verloren und habe die Schlüssel zurückgegeben. Ich will das unbedingt sagen, weil Anni definitiv weiß, dass ich ihre Wohnung gemeint habe. Das schon... Wack halt, ne? Ich habe meine Schwester gefragt, ob ich das sagen darf. Sie meinte, das ist okay für sie. Du hast, ne? Jetzt nicht denke ich, werfe meine Schwester vor den Bus, aber... Was also bedeutet, dass diese Aussage eine Lüge war. Von einigen Leuten wurde übrigens noch das Thema Arbeitsrecht, Arbeitsumgang und Respekt erwähnt. Und auch das könnte ich bestätigen. Es stimmt auf jeden Fall, dass Menschen für ihre Projekte ausgebrannt worden sind. Ich war selber bei Projekten dabei, wo Menschen die Nächte durchgemacht haben, wo Menschen Zusammenbrüche hatten oder körperliche Beschwerden. Aber wir sind vor 3 Uhr morgens fertig. Das ist kein Witz. Der längste Tag ging 23 Stunden. Und das Alter, what the fuck? Boah. War nicht einfach nur, weil diese Leute faul sind oder nicht arbeiten wollen. Das war auch einfach der psychische Druck, der dabei entstanden ist. Wenn jemand also so etwas behauptet, dann glaube ich ihm. Und hier nochmal ganz klar, ich muss kaum noch Details oder zusätzliche Nachrichten leaken, weil die Lügen und Ausflüchte, die hier aufgedeckt werden und nicht wieder in den Streams klargestellt werden oder gar nicht mehr angesprochen werden, eigentlich schon genug Aussagekraft haben und eigentlich schon ein ganz gutes Bild vom Charakter zeigen. Da ich zum Schneiden jetzt noch einmal das gesamte Statement und vor allen Dingen die Teile, die mich betreffen, anschauen musste, merke ich, dass ich auf jeden Fall noch viel zu sagen habe. Und das tue ich, weil niemand sie dazu gezwungen hat, gewisse Aussagen zu tätigen. Ja, es gab eine Nachfrage nach einem Statement, aber das hätte direkt so aussehen können wie der Twitter-Post. Und dieses Statement ist immer noch online, es hat mittlerweile über 2 Millionen Aufrufe und es ist für alle einsehbar. Und das war, Mauki fällt es schwer, mir Nein zu sagen. Nach irgendeinem Dreh, den wir hatten, wo sie dann gesagt hatte, ey, wir müssen reden, mir geht's ganz schlecht. Und ich so, okay, erzähl. Dieser Dreh, den wir hatten, ich war dabei und ich wollte gar nicht dabei sein. Das Gespräch, das sie hier im Statement meinte, war übrigens ein Gespräch, das wir 1-2 Monate nach dem Legends of Runeterra Google Play Video hatten. Mhm. Da hatte sie mich für ihren Kalenderdreh angefragt und da habe ich ihr klipp und klar am Telefon gesagt, Anni, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn du Menschen weiterhin so schlimm behandelst.
Bei dem Dreh hast du dich wie eine Diva verhalten. Du warst immer zu spät, warst herrisch, du warst schnippisch und ein paar Personen haben wegen dir sogar richtig, richtig Ärger bekommen. Bei diesem Telefonat wurde sie ziemlich sauer, weil ich ja viel zu spät mit sowas angekommen bin. Dabei war es für mich einfach nur eine Erklärung, warum ich nicht beim nächsten Projekt dabei sein möchte. Aber ich gebe echt gerne zu, dass ich manchmal länger brauche, um Vorwürfe zu formulieren und auch für mich selber zu evaluieren, war ich jetzt viel zu sensibel. Ja, aber ich glaube, das kennt ja auch jeder, dass Nein sagen echt manchmal super schwer ist. Sensibel oder war das wirklich real? Und im Endeffekt, ich glaube nicht, dass ich das ändern werde, weil ich einfach gerne selbstkritisch bin. Und sie hat eigentlich immer Ja gesagt und mir dann halt oft Monate später dann im zweiten Gespräch auch gesagt, ey, das war voll schlimm für mich mit dabei zu sein, ich wollte nicht mit dabei sein. Gehen wir einfach mal davon aus, dass diese Aussage stimmt, was sie nicht tut. Die klügste Person hätte wahrscheinlich ganz unemotional in der Situation halt gesagt, ey, dann können wir keine Freunde sein. Nein, die klügste Person hätte ein Gespräch zugelassen, Vorstellungen abgeglichen, hätte nicht weiterhin die ganze Zeit gefragt und... Freunde, ich mach das, was Mauki am Anfang gesagt hat, auf 1,5, weil sonst sind wir echt noch lange hier drin. Und wir machen erstmal 1,25. Wir haben ja ihren Konsens vom Anfang. Eventuell ein Ultimatum gesetzt. Vor allen Dingen hätte die klügste Person sich nicht im Internet self-reported, indem sie öffentlich zur Schau stellt, wie sie mich angeblich auf Events mit ihrem Wellbeing genötigt hat. Wenn sie da ist, fühle ich mich so sicher und gut, das geht. Also habe ich sie halt irgendwann immer gefragt, hey, da ist diese Party, da ist dieses Event, kannst du mitkommen? Wollen wir einfach mal so tun, als hättest du mich nicht auf der Gamescom 2022 dein Emotional Support Haustier genannt? Und wenn wir... Es tut mir leid, meine Freundin hat mir gerade geschrieben, ich liebe dich. Ich fand das kurz süß. Ich will das kurz antworten. Mann, so ein Scheiß, ich liebe dich, kann manchmal so reinhitten, Alter. Falls das ist, Maus, ich guck mal alle 10 Minuten drauf. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du gesagt... Mann, das ist doch einfach scheiße süß. Was soll ich denn sagen? Du gesagt hast, ich hätte ja nie Nein sagen können. Das passt gar nicht ins Video rein. Okay, ich muss mich kurz runterfahren. Ernstes Video. Weiter geht's. Was immer noch nicht stimmt. Dann liegt ja eigentlich ganz auf der Hand, warum ich hätte nie Nein sagen können. Denn welcher echte Freund würde Nein sagen, wenn eine Person sagt, ich habe furchtbare Sozialphobie und ich brauche es unbedingt, dass du dabei bist? Ich finde es schade, dass sie diese 5 Jahre als die schlimmste Zeit aller Zeiten hinstellt. Und ich bin mir sicher, wenn sich so viel Wut oder so viele Jahre angestaut hat, dass man da gar nicht mehr ordentlich... Selbst wenn man sagt, man schafft es nicht dabei zu sein, darf Sozialphobie nicht eine Manipulation sein, dass man jemanden doch dabei haben will. Wenn man sich leisten kann, dann kann man sich leisten. Punkt. Ich zurückschauen kann. Ich frage mich ganz ehrlich, auf wie vielen Ebenen du mich... Und Nein sagen ist schwer, aber... Das muss man lernen, leider, als Mensch. Das ist die harte Realität, Alter. Und, ja. ...dich als unzurechnungsfähig darstellen willst. Wut. Aber natürlich, wenn jemand danach hakt und obwohl man schon Nein gesagt hat und dann, ja, aber ich habe Sozialphobie, dies, das, blablabla, dann ist es natürlich noch viel schwerer, da auf seine Bedürfnisse zu achten. Zwar verpönt, aber ein super wichtiger Faktor in der Heilung bei Missbrauchsopfern. All diese Erinnerungen jetzt mit Hass belegt sind. Ich muss dich nicht hassen, um zu verstehen, dass Dinge Missbrauch sind. Die größte Mühe, meine Erinnerungen zu schützen an die Zeit, die wir hatten, denn die war schön, es war eine schöne Freundschaft. Ich möchte mir diese Erinnerung nicht nehmen lassen. Es ist auch noch ein herrlicher Self-Report für deinen Egoismus, meinen Schmerz einfach nicht zuzulassen, weil du deine Gefühle schützen möchtest. Wenn das nicht unsere Beziehung in a nutshell ist, dann weiß ich auch nicht. Und die Vorstellung, dass sich Teile unserer Freundschaft für dich angefühlt haben wie Missbrauch, ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Ich finde das ganz schlimm. Und ich finde es sehr schwierig, damit umzugehen. Es fühlt sich nicht nur so an, es war auch. Boah. Und das nicht nur bei mir. Es tut mir leid, ich wollte niemals, dass du dich so fühlst. Es tut mir leid, dass du dich so fühlst, ist so ziemlich... Noch mehr als Nein sagen lernen zu... warte mal. Noch mehr als Nein sagen zu lernen, sollten Leute auch lernen, Nein zu akzeptieren. Safe, Mikosch, Word, Slay, King, Queen, alles dazwischen. Nein zu sagen muss man lernen, aber auch Nein zu akzeptieren ist das Basic-Ding, was jeder können muss. Jeder Mensch. Und das soll man eigentlich nicht lernen sollen. Das sollte so in der Schule beigebracht werden. Nein heißt Nein. So für jeden Menschen. Und wenn Nein für dich nicht Nein heißt, dann ab in den Knast. Die berühmteste Nicht-Entschuldigung, die es überhaupt gibt.
Weil du mich und andere Betroffene direkt in deinem Statement angesprochen hast, werde ich das jetzt auch tun, Anni. Unser Kernthema war nicht, dass ich nicht Nein sagen kann. Als ich ab deinem Geburtstag September 2022 anfing, immer weiter Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen, vor allen Dingen verhandlungslos Nein zu sagen, ging unsere Beziehung immer mehr den Bach runter. Coincidence? I think not. Plötzlich hieß es, ich hätte irgendwas gegen dich, aber mit mir reden wolltest du nicht. Dabei habe ich bei anderen Freundschaften einfach zu der Zeit gemerkt, dass ich sehr viel mehr respektiert werde und das wollte ich einfach in dieser Beziehung auch haben. Oder halt einfach mich zurückziehen. Unser Kernthema war vielmehr, dass du einfach wichtiger bist als alle um dich herum. Du warst gerne und oft egoistisch, herablassend, schnippisch und das alles unter dem Schirmchen, ich bin lustig und ich bin süß. Und erst mit jemandem reden zu wollen, sobald Konsequenzen auftreten, ist einfach räudig. Du kannst nicht Menschen in Krankheit treiben und erwarten, dass niemals irgendjemand etwas sagen wird. Und ich bin sehr gerne für euch. Boah. Der Satz hittet. Der letzte. Du kannst nicht Menschen in Krankheiten treiben und erwarten, dass niemand jemals was sagen wird. Stark. Alle die Böse. Wenn das heißt, dass niemals jemand nochmal durch meinen Schmerz durchgehen muss. Ich habe immer noch Albträume. Ich habe immer noch Schmerzen. Mir geht's immer noch nicht gut. Aber das ist okay. Ich krieg das hin. Trotzdem bitte ich dich, von mir aus auch auf Knien, inständig darum, aufzuhören, über diese Situation zu reden. Denn ich habe mittlerweile sehr gut verstanden, dass du in einer anderen Realität lebst und ich einfach niemals bei dir ankommen werde. Und das ist okay. Aber ich kann nicht weiter zulassen, dass du dein verletztes Ego über meine Gesundheit stellst. Puh. Starke Worte. Nächster Punkt. Stimmt es, dass du nie Nein sagen konntest? Nein. Das stimmt. Ganz kurz am Ende des Streams, Freund, ich muss euch eine Story erzählen. Und da darf meine Freundin, die gerade scheinbar zuguckt, nicht mithören, weil die will ich dir gleich noch am Telefon erzählen. Weil, Digga, ich habe heute auch mit jemandem kommuniziert und Kontakt gehabt und mich vielleicht scammen lassen, weiß ich nicht, werden wir sehen, der auch in einer anderen Realität gewohnt hat. Digga. Stimmt nicht. Ich bin zu allen Partys und Events freiwillig und gern gegangen und ich habe sie sogar ab und zu gefragt, ob ich mitkommen kann. Und wenn ich mich nicht danach gefühlt habe, dann habe ich das auch sofort so gesagt. Wo bist du jetzt? Branchenparty. Und habe mich selber darum gekümmert, von einer Party wegzukommen. Auf der Gamescom zum Beispiel habe ich zwei Feiern verlassen. Ich bin tatsächlich auch weiterhin nach unserer Freundschaft immer noch auf Partys und Events und Conventions und Abendessen etc. anzutreffen. Einfach aus dem Grund, schön, weil ich dort gerne bin. Ich habe auch genügend schön Beispiele als Beweise, in denen ich Anni Nein gesagt habe. Wenn es ja um Meinungen ging oder um Streit oder all solche Sachen halt. Manchmal wurde ein Nein aber auch einfach nicht akzeptiert und in diesen Situationen war es mir auch einfach nicht wert, sie traurig zu machen. Was definitiv stimmt, ist, dass ich sie mit großer Vorsicht behandelt habe, weil es manchmal sehr unangenehm werden konnte, wenn man sie auf etwas angesprochen hat. Würde dann zu dem nächsten Punkt gehen, über den ich auch jetzt gefragt wurde, vor allen Dingen nach dem ersten und dem zweiten Stream. Was sagst du denn zu den Diagnosen? Ich weiß mehr, als es irgendjemandem auf der anderen Seite lieb ist. Und es gibt vieles, was mich nach den Jahren ärgert, aber es ist nicht meine Aufgabe, darüber zu sprechen. Und wichtig ist auch, niemand schuldet euch Diagnosen. Niemand. Niemand schuldet dem Internet Diagnosen. Im Täterfall ist es sogar unangebracht, so etwas mit reinzuziehen, dass es sich schnell für Betroffene auch so anfühlen kann, als würde so ein Diagnosen-Konfetti, so ein Diagnosen-Müsli im Grunde als Schild benutzt werden. Ja, voll. Dass man einfach sagt, okay, ich habe diese und jede Diagnose. Ich bin halt so. Deswegen darf ich Leute verletzen. Das darf es halt niemals sein. Man darf halt nicht so sagen, ja, okay, das bin halt ich, so bababa, ich habe halt dieses Trauma, ich habe die Diagnose und deswegen bin ich so, bab, ich schieb's einfach auf die leichte Schulter. Das darf niemals passieren. Nirgendwo. Und jetzt stört es viele, dass von einem Täter Störungsbilder mit eingebracht werden, die nichts in dem Thema zu suchen haben. Und diagnostizierte Personen eventuell auch in den Dreck gezogen werden. Und dann kommen natürlich auch so Aussagen wie, wenn sie das und das hat, dann sollten sich jetzt ganz schön viele Leute dafür schämen und so. Das ist einfach unangebracht. Also das ist auch das Einzige, was ich dazu sagen werde. Fakt ist aber, dass in all den Aussagen, die bisher aufgetaucht sind, niemand kritisiert hat, dass sie zu viel gearbeitet hat. Was war das Wichtigste, was du gelernt hast in der Therapie oder was du am meisten bereust? Wenn darauf die Antwort ist, ich habe zu viel gearbeitet, dann ist es schon ein Schlag ins Gesicht von Betroffenen. Das kann ich so ganz offen zugeben. Und ich hoffe, sie wird mehr lernen. Was bereust du am meisten? Ich glaube, ich bin eine verdammt schlechte Freundin gewesen, weil ich echt scheiße viel gearbeitet habe. Nein! Und Ich hab's kommen sehen. Und ich habe das bei mir auch schon mal vorgeschoben, dass ich scheiße drauf war, weil ich zu viel gearbeitet habe. Und das Ding ist, das ist wie mit dem Alkohol. Wenn du nicht auf Alkohol nicht kontrollieren kannst, dann trink ihn nicht.
Und wenn du, ich habe das auch schon so vorgeschoben, dieses ich muss einfach weniger arbeiten, dann geht's mir besser. So eine Lüge, das habe ich mich so hart selber angelogen, Alter. Sondern das ist einfach, das verstärkt Dinge, safe. Aber es ist nicht der Grund für Dinge. Genauso wie Alkohol. Wenn du halt Alkohol nicht verträgst und dann Scheiße baust, dann trink ihn halt nicht. Leute, krass vernachlässigt habe. Willst du sie canceln? Und ich möchte im Vorfeld direkt dazu sagen, dass niemand ihr ein Berufsverbot gegeben hat. Das hat sie sich ganz selbst gegeben mit der Pause, die sie machen wollte. Das heißt, wenn sie arbeiten möchte, dann soll sie arbeiten. Zumal eine Cancellation mit meinen Wünschen gar nicht so viel Sinn macht. Und da hatte ich den Clip von Philo gesehen. Nein, es geht darum, dass Leute gesund werden und dass Leute so krank resozialisiert werden, potenziell, dass sie ihre Fehler eingestehen. Wenn sie aus der Szene hier verschwindet, das private Leben geht ja weiter. Sie wird irgendwann einen anderen Freundeskreis finden oder in eine andere Szene oder irgendwo anders arbeiten, irgendwo anders sich beteiligen. Und die Leute wird sie dann da gleich behandeln, wenn sie das nicht bessert. Nur safe. Weil sie dann eure Lieblingsinfluencerin nicht mehr irgendwie abfuckt, fuckt sie doch trotzdem Menschen an. Und es geht nicht nur um sie, sondern es geht um alle Menschen, die davon betroffen sind, von so einem emotionalen Braucht. Word, Alter. Stark, stark, stark formuliert. Mein Wunsch war, dass Anni eine bestimmte... Alter, sehr positiv. Danke für den Euro. Kurs, Kurs, danke für den Support. ...Art von Therapie macht, dass sie aufhört, über uns zu sprechen und dass sie Verantwortung für ihre Taten übernimmt. Natürlich sagen jetzt viele, dass die hohen Viewer-Donations und Sub-Zahlen ein Schlag ins Gesicht sind, aber für mich war es halt eigentlich ziemlich klar, dass sie wieder weiterarbeiten wird und auch Geld verdienen wird. Weil wenn wir allein nach Amerika schauen, wo jetzt zum Beispiel eine Sniper-Wolf seit Jahren alle 2 Wochen gecancelt wird, dann weiß man eigentlich, dass... Darmkitzler 33. Danke für die verschenkte Mitgliedschaft. So, dass das eigentlich nur eine Frage des Mindsets ist. Für mich persönlich ist es allerdings ein Schlag ins Gesicht, dass Anni Stream für Stream dort sitzt und sich als Opfer inszeniert und weiterhin Unwahrheiten ausspricht. Der Art, wie sie spricht und wie die Persönlichkeit von Stream zu Stream dann sich verändert oder von Thema zu Thema sich verändert und sie teilweise jetzt sogar noch nachtritt gegen mich, merke ich, dass da nicht viel passiert ist. Und ich meine, ich bin natürlich enttäuscht und auch emotional und frustriert, nachdem ich auf ihre Entschuldigung auf Twitter reingefallen bin. Denn in dem Entschuldigungstweet hieß es, dass sie für sich selbst eine Pause machen wird. Ja, der Entschuldigungstweet war solid, glaube ich. Ich meine, der war solid. Dass sie eingesehen hat, dass sie Dinge falsch gemacht hat. Und einen Monat später, genau 30 Tage später im Endeffekt, hieß es, dass diese Pause nur wegen dem Video wäre. Für immer Geisel sein oder sagen, ich gehe jetzt live und wenn dann halt das Video kommt dann halt das Video. Das Video ist ja einfach so eine Drohung gewesen, die ja seit 2 Monaten im Raum stand, gesagt wurde, jetzt werden Beweise gesammelt und dann kommt es online und ich habe gewartet und es kam nicht. Also habe ich wieder angefangen zu streamen. Wodurch die Entschuldigung auch dann hinfällig ist. Nächste Frage. Ich habe diese Frage ganz, ganz häufig gelesen und zwar die Frage, gehören nicht immer 2 dazu? Und ja, zu einer Beziehung gehören immer 2. Und in jeder Beziehung, egal welche Art, werden immer Fehler passieren. Fehler. Safe. Aber das, was ich vorhin schon meinte, dass Fehler passiert, ist so die eine Sache. Das passiert immer. Das wird auch niemals aufhören zu passieren. Sonst wäre das Leben auch viel zu langweilig. Es klingt dumm, aber ja, ist so meine Einsicht so ein bisschen darauf. Das könnt ihr anders denken auch. Aber ich finde, es kommt sehr darauf an, wie du dich nach dem Fehler benimmst. Bist du danach einfach ein dummer Arschloch? Oder schaffst du es, die andere Person zu verstehen, dich zu entschuldigen und zu versuchen, dass sowas nicht nie wieder vorkommt? Und vielleicht wird man nochmal auf die Fresse fallen und das Fehler nochmal machen. Aber dieses, es kommt auch so an, wie ein Fehler gemacht wird, wie bosartig aber und wie man sich aber danach benimmt. Aber dass so viel, wie man sich bewusst benimmt, das macht den Charakter von den Menschen aus, finde ich. Fehler sind ganz menschlich, die sind notwendig, damit man wachsen kann. Wir safe. Alle haben schon mal Scheiße gemacht. Auch, dass man wachsen kann. Safe, 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 safe. Digga, ich lerne. Ach, egal. Wir alle haben schon mal irgendeinen Streit ausgelöst. Wir alle haben eine andere Person schon mal verletzt. Und das, wenn ich überlege, wie dumm ich vor 5 Jahren war, wie viel ich nicht verstanden habe. Problem in diesem Fall allerdings ist, dass hier aktiv Personen geschädigt wurden und bei Missbrauch gibt es halt nun mal einfach keine 2 Seiten. Ich finde, missbräuchliche Beziehungen zu verstehen und einzuschätzen, ist super schwer. Vor allen Dingen als jemand, der noch nie in einer war. Man beruhigt sich auch ganz gerne mal selber damit, wenn man sagt, das Opfer ist selber schuld oder der Betroffene ist selber schuld. Denn dann kann man sich halt von der Tat distanzieren und an Gerechtigkeit glauben
und sich selber einreden, ja, mir würde das ja niemals passieren, weil ich bin ja nicht so blöde für das Opfer. In diesem Fall gibt es außerdem nicht nur Aussage gegen Aussage, sondern Aussage gegen Aussage und Aussage und Aussage und Aussage und Aussage und Aussage und ja. Aussage und Aussage. Ja, 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 das meine ich ja auch so. Es ist halt nicht Aussage gegen Aussage, es ist Aussage gegen 20 Aussagen. Aussage und 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 Aussage. Alter. 26 Aussagen. Sorry, das Lachen, aber behandelt es sich übrigens nur um die öffentlichen Aussagen. Bei uns haben sich noch mehr Leute im Privaten gemeldet, teilweise bis hin zur Schulzeit. Das ist noch nie so passiert. Das war noch nie der Fall. Und ich weiß, dass ich aufgefressen worden wäre, wären mir nicht Leute mit ihren Erfahrungen zur Hilfe geeilt. Alter, Lisa Marie, Kuss, danke schön für die 5 Euro, danke für den Support. Und ich bin dafür sehr dankbar, aber ich bin gleichzeitig sehr, sehr traurig. Ich wusste von den meisten Fällen gar nichts. Ich wusste nicht, wie schlecht die Arbeitsbedingungen ab einem gewissen Punkt geworden sind. Ich wusste von ganz, ganz vielen Fällen nicht. Das hat mich richtig, richtig geschockt. Nächste Frage, und das ist eine sehr unangenehme Frage, aber ich muss jetzt mal was zu diesem prekären Thema sagen. Und ich muss auch ein paar Unwahrheiten aus der Welt räumen, vor allen Dingen Unwahrheiten, die im ersten Statement entstanden sind. Zuerst einmal, Giardien sind keine ultra seltene, mysteriöse Krankheit. Das ist ein relativ häufig auftretender Parasit und vor allen Dingen bei Jungtieren zu finden, egal ob Hund oder Katze. Deswegen bitte nicht schockiert sein, wenn euer Tierarzt sagt, das sind Giardien, das ist nicht der Weltuntergang. Jetzt zu etwas, was ich aufdecken muss, weil es meiner Meinung nach extrem unverschämt ist, den Stress der Katzen auf den Streit mit Reefed zu schieben, fand ich persönlich ganz schlimm. 1,5 Jahre später, Tom und ich sind getrennt, wir leben nicht mehr zusammen, mein Gemüt stabilisiert sich langsam. Diese angespannte, gestresste Streitsituation, die bei uns zu Hause immer in der Luft stand, ist weg. Und ich habe das sofort an meinen Katzen gemerkt, dass das ganze Streiten einem... Boah, das ist so rum, habe ich es noch gar nicht gesehen, fällt mir gerade auf, dass der Vorwurf war, den Katzen geht's schlecht, weil ich mit Reef gestritten habe. Boah. Millionenmal besser geworden ist. Alle Leute, die diese Katzen kennen, wissen, dass sie von Anfang an irgendwie Probleme hatten. Große Probleme. Und die waren seit der ersten Wohnung schon unsauber. Wer ein Problem damit hat, Verletzungen bei Tieren zu sehen, der sollte jetzt einmal kurz weggucken. Und ich teile diese Fotos auch wirklich echt ungern. Boah, ich will es gar nicht sehen, Alter. Ich werde lassen durchlaufen, ich werde kaum was dazu sagen, vielleicht, also ich will nicht stoppen auf jeden Fall. Das sind auch nicht meine Fotos. Ja, man sieht, dass die Verletzungen bzw. der Stress der Katzen am aller... Freunde, ihr könnt, ich sag euch Bescheid, wenn die Fotos weg sind, ihr könnt quasi hören, aber nicht hingucken. Das Schlimmsten in Berlin war und nicht auf Madeira, wie eigentlich behauptet. Ich kümmere mich gut um die Katzen. Jeder, der mehr von mir gesehen hat, als das, was andere... Okay, ich glaube, Fotos sind weg. ...so Menschen über meine Katzen behaupten, kriegt das auch mit. Was im direkten Kontrast dazu steht, was Leute, die ihr nah waren oder sich um die Katzen gekümmert haben, gesagt haben. Aber ich war auch immer sehr unzufrieden mit dem Umgang, mit ihrem Umgang mit den 3 Katzen. Die beiden Videos mit den Katzen, wo die Katzen zum Spielen gezwungen werden und sozusagen fast schon wie so Kuscheltiere oder wie Spielzeuge behandelt werden, die wurden nicht runtergenommen, weil man einen Moment der Klarheit hatte, sondern die wurden runtergenommen, weil ich, ich glaube, das war der 26.01. um den Dreh, das sieht man auch auf der Wayback Machine, dass um die Zeit herum das Video verschwunden ist, auf Annie zugegangen bin, das war kurz bevor ich Madeira verlassen habe und ich habe ihr klipp und klar am Esstisch gesagt, dass das alles so nicht weitergeht. Ich habe ihr gesagt, dass sie die beiden Videos runternehmen soll. Ich habe ihr gesagt, dass ich das mit den Katzen nicht weiter vertreten kann und dass sie Maron abgeben soll. Da wir vorher auch darüber geredet haben, dass sie eventuell Reefed eine Katze dalassen will, damit die Katze wenigstens in einer gewohnten Umgebung ist und nicht wieder durch die halbe Welt reisen muss. Mhm. Im Endeffekt war mein Ziel damit, dass Maron, also vor allen Dingen Maron, weil sie die größten Schäden davon getragen hat, an einer Stelle bleiben darf, die sie schon bereits kennt, weil man muss beachten, Maron und Jan sind schon in mehreren Wohnungen gewesen und sind einmal durch die Weltgeschichte gefahren. Deswegen war es für mich... Annie ist ja irgendwie so 100-mal umgezogen gefühlt. ...mich ein besonderes Anliegen, dass die Katze einfach in diesem Haus bleiben kann. Also bin ich umgezogen in eine 200 Quadratmeter Wohnung. Das wäre ja super spannend, wenn man immer an Stellen, wo andere Influencer ganz doll vertreten sind, gezogen wäre. Nur für die Katzen. Kleiner Nachschub. Ständiges Umziehen ist für Katzen eine Katastrophe. Die brauchen nämlich ein beständiges Revier. Die Katzen sind von Züchter an bis jetzt 6-mal umgezogen. Und ich finde es ein Unding, das so darzustellen. Warte mal, wie oft bin ich umgezogen? Einmal nach Bochum und wieder zurück. Ist das 1 oder 2? Ich kann mal machen, 2.
Dann AIDA, das war der Job so. 2, dann bin ich nach Aachen, Wohnung 1, Wohnung 2, Wohnung 3. Ich bin 5-mal umgezogen, glaube ich. Ah nee, und einmal, als ich 5 war. 6-mal. 6-mal bin ich umgezogen. 6-mal bin ich umgezogen. Als wäre es nur für die Katzen gewesen. Da man auch irgendwie versucht, mich mit in die Verantwortung zu ziehen, was vielleicht auch teilweise stimmt, ich hätte schon viel früher einschreiten sollen. Hat ja auch die ganze Evolution beobachtet. Möchte ich einmal klarstellen, dass ich versucht habe, Tipps zu geben, aber relativ häufig als überdramatisch abgeschmettert worden bin. Es wird jetzt kritisiert, dass der Begriff Tierquälerei zu viel wäre oder zu hart wäre. Boah, finde ich jetzt nicht. Von dem, was man alles so mittlerweile weiß. Weil man an den Sachen, die jetzt öffentlich sind, also das Festhalten, das Verkleiden, der Spielzeugzwang und all solche Sachen, dass die zwar unangenehm anzusehen sind, aber eigentlich nur simple Fehler sind. Und ich verstehe das, aber ich beziehe mich persönlich nicht auf diese Sachen, sondern auf Vernachlässigung. Und Vernachlässigung ist die häufigste Form der Tierquälerei tatsächlich. Es ist eigentlich kein Geheimnis, dass Anni konstant unterwegs war, konstant irgendwelche Events, Conventions, Filmdrehs, Projekte hatte etc. Und wenn du Wohnungskatzen hast und du bist konstant weg, dann ist das sehr, sehr schwierig für diese Wohnungskatzen. Auch wurde mittlerweile nicht von mir, aber von anderen veröffentlicht, dass es in diesen Wohnungen extrem chaotisch zuging und von Unordnung über Müll, über Essensreste und auch teilweise Stecknadeln auf dem Boden bis hin zu komplett verdreckten Katzenklos, alles. Gut, das habe ich ja damals in Aachen auch noch so grob mitbekommen. So ganz, ganz grob. Dabei war. Ich weiß, wir kommen da rein. Es war katastrophal. Wirklich katastrophal. Es hat nicht nur nach Katzenpisse gestunken, es hat auch nach Essensresten gestunken. Es stand ein Teller neben dem Sofa, auf dem eine ganze Portion Hähnchenknochen lagen. Und es hat wirklich ekelhaft gestunken. Und ich weiß noch, ich war richtig geschockt, weil ich dachte, hä? Und die Katzen, die hantieren jetzt hier rum, die sind quasi sich selbst überlassen. So. Im Katzennapf selber lag irgendwas Fischiges. Ich weiß nicht, es hat zum Himmel gestunken. Auch mindestens schon einen Tag alt aus oder so. Mir wurde mal als Kind gesagt, ey, du kannst Hunden keine Hähnchenknochen geben, weil die splittern. Und dann, das ist voll scheiße für die. Und deswegen dachte ich, jo, aber kann man denn jetzt diese Hähnchenknochen für die Katzen liegen? Ich weiß auch, dass Bengalen nicht ohne Begleitung einfach so raus dürfen. Das sagt einem der Züchter eigentlich direkt bei der Abgabe. Und egal ob GPS-Sender oder nicht, das ist eigentlich etwas, was man nicht tun darf. Die werden nämlich relativ schnell überfahren. Bengalen haben nicht diesen natürlichen Überlebensinstinkt. Die haben einen extrem starken, ausgeprägten Jagdinstinkt. Das heißt, sobald die in ihrem Jagdding drin sind, achten die nicht mehr auf die Umgebung. Tierärzte auf Madeira raten generell davon ab, Rassekatzen nach draußen zu lassen. Vor allen Dingen Rassekatzen, die keine Ahnung davon haben, wie man sich verteidigt. Ich habe selbst bei einer Rettung von der jüngsten Katze mal geholfen, bin teilweise über Mauern mit Glasscherben geklettert und gesprungen, um diese Katze da rauszuholen. Und so oft waren Katzen einfach verschwunden, dass es... Naja, bei uns ist es ist so traurig, bei uns in der Straße... hier ist auch gerade so Have You Seen Me Poster von so einer Katze. Die saß immer am Fenster, das war so eine richtig süße, weil die hat immer geguckt so. Die saß immer genau am Fenster, wo quasi mein Eingang war. Jetzt hängt da so Plakate, dass sie weg ist. Das ist so traurig, Alter. Das hat mich so traurig gemacht, als ich das gesehen habe. Einfach unverantwortlich ist, dass schon wieder eine Katze wegkommen konnte. Da ist sie verschwunden. Sie war morgens noch da, bin morgens aufgestanden, habe morgens im Garten noch gespielt. Und dann ist sie spazieren gegangen und kam nicht mehr wieder. Das ist sehr traurig. Wir brauchen das nicht zu beschönigen, wenn man sich Bengalen holt oder generell sehr anstrengende Rassetiere, dann muss man dafür sorgen, dass diese Tiere ausgelastet sind, dass diese Tiere gesund bleiben etc. Die arme Katze, etc. Ich möchte jetzt einfach daran glauben, dass es stimmt, dass es den Katzen jetzt gut geht, dass sie sich nicht mehr streiten, dass jetzt alles wundervoll ist. Und damit noch, liebe Katzenhalter, wenn es dazu kommen sollte, dass eure Katzen unsauber sind, dann nehmt diesen Hilferuf bitte auf. Katzen kommunizieren durch Unsauberkeit. Und dann müssen auch wirklich echte Veränderungen her. Wenn ihr euch ein Tier ins Haus holt, dann holt ihr euch auch Verantwortung ins Haus. Und diese Verantwortung endet nicht da, wo es euch gerade passt. Ich bin ganz ehrlich, die ganze Situation wäre wahrscheinlich auch ohne eine Abgabe von einem Tier zu retten gewesen. Aber dann hätte man auch wirklich an Lösungen interessiert sein müssen, die nicht einfach nur mit Geld zu tun haben, sondern auch einfach mit Zeit und Geduld und Arbeit. Bitte nehmt euch einfach Zeit und Verständnis für eure Tiere. Die haben viel weniger davon. Und das Ding ist, ich würde mir so gerne eine Katze oder einen kleinen Hund holen, so, ne? Aber ich kann es halt nicht tragen. Also ich könnte es bestimmt irgendwie tragen, aber diese Verantwortung... Kann ich mir noch nicht auflasten. Ich glaube, ich mache das, wenn ich dann irgendwann in der Zukunft mit meiner Frau ein Haus habe, wo wir so eine Grundbase haben und dann wird übel ein Hund geholt und dann eine Katze.
Oder beides. Mal gucken. Er ist ein Hund. Er ist ein kleiner Hund. Und dass man, wenn man weiß, man ist auch richtig viel zu Hause, hätte ich Lust drauf. Und jede Minute ist kostbar. Ich weiß, wovon ich rede. Du bist als Influencer auch viel unterwegs. Geht ja. Ich bin nicht so dieser, dieser Unterwegs-Influencer. Also mal bin ich unterwegs, safe, hundertprozentig. Auch auf Drehs, auf Events, was auch immer. Aber ich bin auch sehr so ein, ich mache mein eigenes Ding-Influencer. Ich bin in meinen eigenen vier Wänden-Ding-Influencer. Nächste Frage. War dein Statement um die Garfield-Premiere herum geplant? Einfache Antwort, nein. Lange Antwort, ist wirklich lang. Am 15. April diesen Jahres habe ich meinen Daily-Streaming-Marathon gestartet. Und der war so ein bisschen zur Feier meines Streaming-Comebacks, weil ich habe eine sehr lange Zeit nicht... Bin ein großer Hund? Ja, so mittelgroß. Na, mittelgroß. Nicht ganz groß, mittelgroß. Wirklich richtig gestreamt und jetzt wollte ich mich endlich wieder dazu... Ja, safe, nur aus Tierschutz, Freunde. Nur ein geretteter Hund. Jetzt kommt mir hier kein Zuchthund rein. Nee. Wenn, dann nur ein geretteter Hund. Zu pushen, richtig zu arbeiten. War im Nachhinein eine blöde Idee. In 16 Tagen Stream kam jeden einzelnen Stream irgendjemand auf mich zu und hat mich nach Anni gefragt. Das hat mich enorm aufgewühlt und ich habe mich nach therapeutischer Empfehlung dann endlich bei meinen vermeintlichen Opfern, ich muss das so darstellen, ja schon irre, dass ich das überhaupt so aussprechen muss. Ich habe mich bei denen gemeldet, um endlich Klarheit zu gewinnen. Als ich dann hörte, dass die davon nicht einmal die Bohne Ahnung hatten, aber dafür ganz viele andere Leute davon wussten, da war ich einfach nur noch wütend darüber, wie grausam man sein kann. Und dann habe ich einen Brief an Anni geschrieben. The rest is history. Also dieser Brief hat mich auch insane aufgewühlt. Eine gezielte Planung um die Garfield-Premiere herum ist beruflich eine der dümmsten... Digga, was? Eine gezielte... Die Sonnenblumen wollten sich hiermit einmischen. Eine gezielte Planung um die Garfield-Premiere herum ist beruflich eine der dümmsten Ideen, die man hätte machen können. Denn allein damit, dass ich jetzt... tatsächlich aus Versehen auf diese Premiere gelandet bin, habe ich mir wahrscheinlich zukünftige Kooperationen mit Sony, die ja ein absoluter Placement-Gigant für Streamer sind, ziemlich verbaut. Denen habe ich die Show ihres Lebens geboten und ich glaube, die haben nicht besonders viel Bock auf mich in Zukunft. Zumal es sehr viel logischer gewesen wäre, die Dokumentation als Grund für das Öffentlichgehen vorzuschieben. Im Endeffekt wurde ich ja konstant von ihren Fans bombardiert und hätte ihr damit ihre tolle Doku versauen können. Hinzu kommt auch noch, das muss man ganz klipp und klar sagen, eine placementfreie Zeit, wo nicht im Nachhinein die Verschwörungstheorie gekommen wäre, das wurde nur da und deswegen. Und ja, aber Anni hatte immer Placements. Also Anni war dafür bekannt, dass sie eigentlich immer irgendwas hat so. Sowieso veröffentlicht. Eine placementfreie Zeit gab es bei Anni eigentlich nie. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann es keine Placements mal. Ich war konstant mit so großen Firmen wie Disney, Intel, Essence, Netflix allein in den letzten Monaten gearbeitet und hatte ihre eigenen Merch-Drops und ihre Kalender-Shootings und so weiter. Es gab also immer irgendetwas, was beworben werden würde. Und dazu kommt auch noch, mit dem Zeitpunkt von meinem emotionalen Ausbruch habe ich mir darüber hinaus auch so ein bisschen selbst ins Bein geschossen. Denn vom 15. April bis zum 15. Mai hatte ich Zeit, um für Destiny 2 ein Placement zu machen. Und zwar ein ganzes Cosplay, das ich alleine in meinem Keller anfertigen musste. Mir hat die Zeit hinten und vorne durch diese ganze Scheiße gefehlt. Also ich wäre schön blöd gewesen, um das genau in dieser Zeit zu machen. Nur um Anni ihre... Nein, aber das mit dem Garfield, das fand ich auch von Anfang an Schwachsinn. Dieser Vorwurf, hast du es gemacht, um den Film zu sabotieren? Ja. Wahrscheinlich, ne? Garfield-Premiere zu versauen. Daran schließt sich direkt der nächste Vorwurf, dass die ganze Aktion sich bestimmt super finanziell gelohnt hätte für mich. Boah, nee. Safe nicht, Alter. Safe nicht. Und das ist ein Vorwurf, der bei allen diesen Kontroversen immer wieder kommt. Fakt ist aber, das lohnt sich nie für irgendwelche Betroffenen. Also man hat weder bei der Unge und Rachel... Thematik oder Carina Pusch und ApoRed-Thematik gesehen, dass irgendwie Betroffene die Gewinner waren. Ich hätte daraus auch definitiv mehr machen müssen, wenn es mir wirklich nur um Fame und Geld gegangen wäre. Also ich hätte Reactions hochladen müssen oder Clips auf TikTok oder sonst irgendwas. Aber mein letztes YouTube-Video ist irgendwie 9 oder 10 Monate her. Mein TikTok, mein Instagram liegen brach. Ich streame seit einem Jahr wie 1 oder 2 Mal pro Woche. Und ich habe natürlich auch einen Sponsor verloren nach der Veröffentlichung. Also kann ich euch sagen... Ungeil. Von solchen Sachen profitieren wirklich nur die Reaction-Channel. Was ist mit der Doku gewesen? Die Doku Moneymaker wurde zwar im Februar 2024 veröffentlicht, der Dreh hat allerdings im Sommer des letzten Jahres angefangen. Das steht auch mittlerweile in der Doku mit drin.
Und mein Part wurde am 16. September 2023 gedreht, weil Anni mich dazu gebeten hat, daran teilzunehmen. Es war jetzt nicht so, dass ich mich inseriert habe. Das war in einer Zeit, wo ich wirklich verzweifelt nach einem Gespräch gebeten habe. Mir wurde am 16. August, also einen Monat vorher, versprochen, dass wenn wir eine bessere Connection aufbauen, dass wir dann endlich über ihr verletzendes Verhalten, meine Gefühle und die Probleme reden können. Also habe ich versprochen, mir Mühe zu geben und das war im Nachhinein einfach ein echt dummer Versuch, mir ihre Zuneigung zu erarbeiten und dieses Gespräch endlich zu kriegen. Okay, und das führt uns direkt in den nächsten Punkt hinein. Warum warst du mit der Person befreundet, wenn nicht nur für Fame? Diese Anklage kommt eigentlich bei solchen Stories super häufig und es kommt immer dieses Argument, man will ja nur mit größeren Creatoren befreundet sein, um den Fame abzugreifen. Aber ich finde, das entmenschlicht diese Influencer komplett. Voll, übertrieben. Diese Menschen haben ein großes Following, gerade weil sie großartig darin, großartige, perfekte Freunde darzustellen. Also wie oft sitzt man ja auch vor dem Bildschirm und denkt sich bei seinem Lieblingscreator, egal ob es aktiv oder passiv ist, irgendwie unterbewusst oder bewusst. Oh, mit dem wäre ich gerne befreundet. Ja, safe, denkt man sich manchmal. Safe, hundertprozentig. Boah, mit der Person würde ich eigentlich gerne mal einen coolen Abend verbringen. Oder ich wäre gerne befreundet mit dieser Person. Und es ist ihr Job und ihr Talent, großartig zu wirken. Das eigentliche Problem ist, was Menschen wie Anni daraus machen, aus dieser Macht. Das führt uns jetzt zum Punkt, was meintest du mit mafiamäßige Taktiken? Ich möchte direkt dazu sagen, man hat es in meinem Erklärstream auch gemerkt, dass ich irgendwie durch den Wind bin und nicht ganz da bin und dass es mir extrem schlecht ging. Ich war komplett im Überlebensmodus und kann mich eigentlich kaum noch an diese Woche erinnern. Deswegen habe ich mich in der Aufregung des Streams auch versprochen. Ich meinte nicht mafiamäßige Taktiken, ich meinte Sekten- oder kultartige Zustände oder Taktiken. Das jetzt. Tiet, ich wäre so gern mit dir befreundet. So, Vorsatz, fertig runtergeladen. Das ist nochmal ein schwieriger Teil dieses Videos. Das ganze Video. Okay, wir machen keine Gags mehr, wir gehen wieder rein. Das ist schwierig. Mit der Zeit hat Anni eine ganze Menge Menschen um sich geschart, die ein ähnliches Muster hatten. Ein ganz bestimmtes Muster. Und wenn jemand aus diesem Muster herausfiel, dann fiel er auch aus einem anderen raus. Und mit herausfallen meine ich aus der Gruppe herausfallen, ausgegrenzt werden, geghostet werden und notfalls verleumdet werden. Manche wurden auch als Side-Characters bezeichnet und da muss man selber wissen, wie man das findet. Als ich aus dieser Gruppe herausfiel, war das, weil ich geflippt bin. Ich hatte zu der Zeit schon eine ganze Menge Scheiß von ihr mitgemacht. Und dann war da dieser Abend, wo sie mich vor fast noch fremden Leuten wieder... Ich werde angerufen, warte mal. Mies. Okay, wir machen weiter. ...behandelt hat. Und dann habe ich auf den Tisch geschlagen und... Ich bin in so... Das ist absurd. Bin laut geworden, habe ihr gesagt, dass ich endlich sehen kann, wer oder was sie ist und bin gegangen. Ich möchte auch einmal ganz klipp und klar sagen, ich habe niemanden angegriffen, ich habe niemanden mit Sachen beworfen. Der Einzige, der unter mir leiden musste, war dieser arme, arme Tisch. Ich habe nicht einmal Schimpfwörter benutzt. Meine Mutter wäre stolz auf mich. Ich bin absolut nicht stolz auf den Abend und ich bereue ihn auch, aber ich würde es nicht zurücknehmen, weil das hat endlich dazu geführt, dass ich da raus konnte. Aber als ich aus dieser Gruppe herausfiel, wusste ich auch erst, was das wirklich bedeutet. Obwohl alle festen Gruppenmitglieder zu der Zeit auf der Insel waren, hat mich eigentlich niemand kontaktiert und alle haben es wortlos akzeptiert, dass ich nicht da bin. Und das brach mir das Herz, weil ich genau wusste, was... Okay, ihr versteht nicht, dass ich das alles schon mit allen alten Freundschaften durchgemacht habe, die Lügen und die Intrigen. Nur das ist der Grund, warum ich nicht still da sitze, weil ich weiß, was im Hintergrund abgeht. Zu der Zeit passiert ist. Es ist nicht so, als hätte ich das noch nie sonst mitbekommen. Monate später habe ich jetzt endlich mit anderen sprechen können und habe jetzt auch endlich die Bestätigung. Direkt nach der Trennung wurde erzählt, dass ich in einem gefährlichen Mental Breakdown bin und man sich fernhalten sollte. Das ging so weit, dass Menschen, die ich vorher als beste Freunde... Es hat so Unge-Wick-Vibes gerade. ...bezeichnet habe, mich plötzlich vor Unbeteiligten als böse oder bösartig betitelt haben. Ich kannte das schon, weil ich vorher auch schon mal mitbekommen habe, wie jemand ausgegrenzt wurde. Denn laut Anni hatte diese Person Borderline und man sollte ihr nichts glauben und man müsse abwarten, bis der emotionale Schub vorbei ist. Dieser ganze Teil hier ist nochmal ein schwieriger Teil des Videos. Okay, das ganze Video ist schwierig, aber das Ganze erreicht hier nochmal ganz andere Ebenen. Nach der Trennung von Anni und Reefed kam es so, dass Reefed Anni das Haus überlassen hat erstmal und erstmal weggezogen ist. In diesem Haus haben sich dann zum Januar 2023 eine ganze Menge Leute aus ihrem Kreis zusammengesammelt. Dieser Januar wird zu Recht von allen Anwesenden, oder jedenfalls von allen, mit denen ich nachhinein sprechen konnte, als Fiebertraum bezeichnet. Die gesamte Dynamik war unfassbar ungesund, die Witze schwanken eigentlich konstant zwischen Sex und Suizid. Das Problem ist jetzt nicht, dass sich da ein paar Leute mit sehr fragwürdigem Humor zusammengesammelt haben. In diesem Januar sind Dinge passiert, die nicht passieren dürfen. Okay, was ist da abgegangen, Alter? Und in meinem Post hatte ich ganz deutlich Missbrauch und Übergriffe geschrieben. Aber Anni hat das, wie auch mit der Schmierkampagne, ganz aus Versehen überlesen und sich nicht mehr darauf bezogen.
Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, denn ich bin in dem Fall keine Betroffene, sondern ich bin nur Zeugin. Als Zeugin kann ich aber Folgendes sagen. Angefangen bei eben diesem genannten Übergriff bis hin zu einer Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt und dem Bloßstellen anderer, war das alles eine ganz große Katastrophe. Was ist da passiert? Ich hatte zu der Zeit auch meinen ersten großen Nervenzusammenbruch. Ich frage mich im Nachhinein, wie eigentlich nie irgendjemand eingegriffen hat und gesagt hat, stopp, das geht auch eigentlich viel zu weit. Aber ich schätze, es waren wohl alle in einem ganz merkwürdigen Headspace. Und das ist vielleicht auch etwas von Wert, was ich euch mit auf den Weg geben kann. Besonders wenn man einsam ist oder in einem schlechten mentalen Zustand, dann gerät man gerne mal in so Gruppendynamiken, die alles nur noch schlimmer machen. Bei so kultartigen Gruppen gibt es meistens einen offensichtlichen Alphas. Haltet euch von den fern. Anführer, der vor allen Dingen seine eigenen Bedürfnisse verfolgt und zu dem andere in einer gewissen Abhängigkeit stehen. Zum Beispiel durch Arbeit oder zum Beispiel durch Gefühle. Also geht mit offenen Augen durch die Welt und hört auf euer Bauchgefühl und vor allen Dingen redet über Dinge, die passieren, mit anderen, die nicht dabei waren und evaluiert Dinge. Du sagst, es waren die schlimmsten 5 Jahre deines Lebens, aber du bist nie gegangen. Ich habe diesen Vorwurf relativ häufig bekommen. Ich denke, mittlerweile versteht man eigentlich ganz gut, was für Verhaltensmuster auf der anderen Seite stehen. Aber ich denke, so richtig wird man das nie nachvollziehen können, wenn man nicht selber mal in so einer Situation war. Wir halten uns alle für schlauer, als wir eigentlich sind. Ich möchte auch nicht noch mehr Details über diese Beziehung und meinen Schmerz preisgeben, auch wenn in 5 Jahren teilweise echt crazy shit passiert ist. Grob gesagt kann man einfach sagen, dass diese Beziehung darauf basierte, dass ich in dieses I can fix her reingerutscht bin und nicht mehr rausgekommen bin und auf leere Versprechungen reingefallen bin. Man kann das so beschreiben zwischen Zuckerbrot und Peitsche und Tänzeln auf Glasscherben. Da geht man einfach an dem heiß-kalt irgendwann kaputt. Und als ich dieses klärende Gespräch einmal und dann zweimal und dann dreimal nicht bekommen habe, da bin ich einfach immer noch nicht gegangen, weil ihre Nachrichten einfach immer süßer wurden und immer süßer. Aber dahinter steckte nie etwas und heutzutage bin ich schlauer und habe gelernt. Annies Lieblingsargument ist, dass sie sich immer Mühe gegeben hat und dass sie immer alles versucht hat, was in ihrer Macht steht. Mir fällt doch wirklich schwer, da zu erkennen, wie ich dann noch hätte noch besser agieren sollen. Egal, ob es Katzen sind, Arbeitnehmer oder Freunde. Also, was hätte man noch tun können? Mal abgesehen davon, dass man mir ein klärendes Gespräch hätte geben sollen, aber das mal nur dahingestellt, wäre es angebracht gewesen, mich auch nach unserer Trennung zu respektieren. Denn ja, ich habe Vorwürfe geäußert, aber aus einem sehr guten Grund, wie man jetzt mittlerweile gemerkt hat. Nach unserer Trennung wollte ich einfach keinen Kontakt mehr. Und das weiß sie, weil ihre Therapeutin ihr das gesagt hat. Und das weiß sie auch, weil ich mit so ziemlich allen Leuten, die uns kannten, gebrochen habe. Bis auf 2 Leute, die brutal neutral waren. Ich habe diesen Leuten gesagt, dass ich mich zurückziehen möchte, dass ich keinen Kontakt mehr möchte und dass ich heilen möchte, ohne... Ich finde übrigens jetzt sehr deutlich in der Verantwortung von Anni, dass sie auch aufhört, über die zu labern. Also das ist so das Mindeste, was man so verwarten kann. Sie kann ja alles weitermachen, aber sie sagen alle, hör auf, darüber zu reden. In diesen Strukturen gefangen zu sein. Rein zur Transparenz und bevor man das im Nachhinein gegen mich verwendet. Anni und ich hatten kurzzeitig dieselbe Therapeutin. Anni hatte sie mir nämlich empfohlen und ich habe dann einen Termin gemacht, weil ich sie nicht mehr mit meinem Schmerz belasten wollte. Bevor jetzt also jemand sagt, ihr hättet doch eine Mediation machen können. Ja, hätten wir, aber eine Mediation war für mich absolut nicht drin, weil meiner Meinung nach herrschte ein deutlicher Interessenkonflikt auf der Seite der Therapeutin, die ja Anni auch schon sehr viel länger kannte. Ich mich sowieso nicht so gut mit der Therapeutin verstanden habe, ich auch gar keinen Kontakt mehr zu Anni wollte nach dem September und mir die Therapeutin dann auch noch zu allem Überfluss eine Rechnung mit Annis Daten geschickt hatte und da war mein Vertrauen einfach komplett im Eimer. Ich habe also auch relativ schnell meine Therapeutin gewechselt und bin jetzt auch sehr, sehr happy. In der schlimmsten Phase meines Lebens nach unserer Trennung habe ich zufällig Coco, die wilde Hausratte, getroffen. Das war eine Babyratte und die musste ganz dringend alle 2 Stunden mit der Pipette gefüttert werden, ansonsten würde sie sterben. Das ist süß. Die habe ich dann aufgenommen und dann war mein Traum von einem Lebenshof wieder da. Und das war der Moment, wo ich Anni dann einfach losgelassen habe. Und dann habe ich alles getan, um wieder gesund zu werden. Wirklich alles. Und das hielt so lange an, bis mir dann im Januar von Anni Kontakt aufgezwungen wurde, obwohl sie deutlich wusste, dass ich das nicht möchte. Über die 2 Personen, die mir noch verblieben waren. Sie erzählte ihnen, dass ich bin und deswegen müsse man ein Auge auf mich halten. Zu der Zeit erfuhr ich auch, dass diese Vorwürfe und diese Schmierkampagne unterwegs sind und das hat mich so fertig gemacht, dass ich dann ins Krankenhaus mit psychogenen Synkopen musste. Scheiße, Alter. Oh Mann. Was ist passiert? So Scheiße in diesem Video, Mann. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Es tut mir alles einfach nur so leid, ey. Psychogen. Ich will alle einfach in den Arm nehmen. Eine Synkope bedeutet übrigens, dass wenn dein Körper so unter Stress steht, dass er einfach aufgibt und ohnmächtig wird. Die 2 Personen, die mir dann verblieben sind, haben ihr dann klipp und klar gesagt, dass es mir nicht gut geht mit diesen Kontaktaufnahmen und dass sie das nicht mehr machen möchten. Das hat Anni so lange akzeptiert, bis dann der 22. Februar kam, 2 Tage vor dem Stream Awards. Das war ihr so wichtig, dass ich nicht über sie sprechen würde auf den Stream Awards, dass sie mir schon wieder Kontakt aufzwang und sogar schrieb,
Wenn das dein Trauma verstärkt, dann tut es mir leid. Meine Stream Awards waren übrigens so verschissen, dass ich die Hälfte der Zeit fast nur auf dem Klo verbracht habe und geheult habe. Ja, da weiß ich auch nicht, was man hätte besser machen können. Vielleicht ein Tipp für die Zukunft. Wenn du willst, dass man gut über dich spricht, dann sei gut. Als ich nach der Trennung verlangt habe, dass mein Charakter bei D&D stirbt, damit ich nicht mehr bei den Streams mitmachen muss, wurde mir das auch verwehrt. Mal ganz davon abgesehen, dass unangenehme Kommentare gegen mich nicht eingeschränkt worden sind, obwohl man wusste, wie es mir geht. Ich finde es auch frech, dass danach auch immer noch alte Streams von uns beiden hochgeladen wurden und Content auf meinen Nacken gemacht worden ist. Ohne, dass ich je gefragt wurde, ob das in Ordnung für mich ist. Übrigens finde ich es auch großartig, dass in Anis Chat kritische Dinge gelöscht werden, aber Victim-Blaming und Hetze gegen Betroffene einfach stehen gelassen wird. Boah. Das Mindeste als Täter wäre, zu gewährleisten, dass Betroffene nicht noch weiter betroffen sind. Ich habe wirklich gedacht, dass wir irgendwann als ganz alte Frauen unseren Lebensabend auf einer Veranda verbringen. Aber stattdessen habe ich zugelassen, dass man mich krank macht. Ich habe damals immer auf stark getan und habe halt auch nicht erwartet, dass ich eine Belastungsstörung bekommen könnte. Aber der Körper ist halt nun mal auch nur ein Tier. Und wenn man miterlebt, wie eine vermeintlich übermächtige Person mit Fans im sechsstelligen Bereich. Ja, es ist krank. Es ist wirklich sehr, es ist krass, wie viel Follower sie hat. Pro Kanal. Skrupellose Lügen über dich verteilt, die dein Leben ruinieren können und deinen Lebenstraum beenden können, dann ist das ein absolutes No-No für dein Nervensystem und du gehst wirklich am Stock. Du gehst kaputt. Ich bin immer noch schockiert, dass ich jemandem so vertraut habe und man mich so fast schon systematisch zerstören würde. Und ich werde noch sehr, sehr viel Arbeit und Zeit brauchen, um das zu verstehen. Wenn ihr eine Sache aus diesem ganzen Video mitnehmen könnt, dann tut mir bitte den Gefallen und lasst es das hier sein. Bitte idealisiert niemanden mehr. Ist halt schwierig, ne? Niemanden zu idealisieren. Vor allem als Fan und so. Vor allen Dingen keine Leute im Internet. Vor allem. Also klar, best case ist es, aber ist halt trotzdem schwierig. Vor allen Dingen keine Influencer. Diese parasozialen Beziehungen sind gerade deswegen so unglaublich gefährlich, weil ihr nie wisst, wem ihr denn da überhaupt Macht und Bestätigung gebt. Lasst euch bitte nicht instrumentalisieren. Abschließend kann ich sagen, ich werde mit niemandem mehr verhandeln, ob und wie ich mich verteidigen darf. Ich bin ein sehr ruheliebender Mensch und obwohl ich seit 2012 als öffentliche Person im Internet tätig bin, habe ich noch nie einen meiner Streits öffentlich gemacht. Aber das hier ist auch einfach viel mehr als nur ein Streit. Voll. Falls sich irgendjemand um mich Sorgen gemacht hat, keine Sorge, ich komme klar. Ich habe im Grunde das ist süß. Chaos die besten Leute gefunden, ich habe die beste Therapeutin und ich habe auch noch Coco. Vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf. Boah, sehr gutes Video. Sehr gutes Video, gebt natürlich erstmal ein Like. Falls ihr es auch liken wollt, hier ist erstmal das Video von Chat. Ey, ich war einfach ein sehr starkes Video. Boah, ey, das tut mir unfassbar leid, was alles da passiert ist. Das ist absolut unfair. Das ist absolut scheiße. Sehr gutes und sehr krankes Video, ja, wie er sagt, Chat. Fehlen nur die Beweise? Bruder, hast du das Video geguckt? Die Chats sind alles drin. What the fuck? Geh mal hier auf die stille Bank. Ja, ey, lasst Support bei Mauki da und eröffnet keine Traumata bei anderen und haltet euch und verhaltet euch dementsprechend. Und seid einfach lieb zueinander. Seid einfach lieb zueinander. Tschüss.